Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir können mit einer leichten Verspätung beginnen. Mein Name ist Matthias Kleiner, ich bin der Präsident der Leibniz-Gemeinschaft und ich begrüße Sie ganz herzlich hier in unserem wunderschönen Atrium zu der Veranstaltung, dem Parlamentarischen Abend Qualität in der frühen Bildung. Welche Rolle haben die politischen Akteure? Verehrte Abgeordnete, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Leibniz-Gemeinschaft, die Leibniz-Gemeinschaft, und ich muss ein bisschen über die Leibniz-Gemeinschaft sprechen, und die Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft betreiben Spitzenforschung auf höchstem Niveau. Ihre hohen Qualitätsstandards werden durch regelmäßige Evaluierung sichergestellt. Ihre Themen entwickeln Ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst, bottom-up, selbstbestimmt und in engem Zusammenspiel mit den Universitäten. Derzeit sind etwa 330 gemeinsam berufene Professorinnen und Professoren in der Leibniz-Gemeinschaft, die eben auch universitäre Lehre betreiben. Ich glaube, 3.500 Semesterwochenstunden, also die Kapazität einer etwa mittelgroßen Universität. Unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler greifen aktuelle Herausforderungen der Gesellschaft in ihrer vollen Komplexität auf. Und dazu sind sie in der Lage, weil in der Leibniz-Gemeinschaft Grundlagenforschung, erkenntnisorientierte Forschung mit Anwendungsinspiration, mit Anwendungsperspektive beheimatet ist und inhaltlich die Breite aller Disziplinen vertreten sind, sodass Themen interdisziplinär, transdisziplinär bearbeitet werden können. Und Beispiel dafür sind die 12 Leibniz-Forschungsverbünde, die zu aktuellen Fragen wie Biodiversität, die Energiewende, das gesunde Altern oder die Nanosicherheit, um hier nur einige Beispiele zu nennen, arbeiten. Und Lernen heißt ein Leibniz-Forschungsverbund, nein, nicht einfach ein Leibniz-Forschungsverbund, sondern der Leibniz-Forschungsverbund Bildungspotenziale. Und darin haben sich 16 unserer 89 Institute zusammengeschlossen, um unter Pädagogen, Neurowissenschaftlern, Ökonomen, Politikwissenschaftlern, Psychologen, Soziologen und Informatikern Antworten auf wichtige Fragen der Bildungspolitik zu geben und so mitzuhelfen, tragfähige Konzepte zu entwickeln und erfolgsversprechende Reformen anzustoßen. Dem Verbund Lernen ist es in den vergangenen Jahren gelungen, die Leibniz-Bildungsexpertise auszubauen und damit auch unser Profil als Leibniz-Gemeinschaft weiter zu schärfen. Die Leibniz-Gemeinschaft ist heute die Forschungsorganisation mit der größten und umfassendsten Expertise auf dem Feld der Bildung. Hier entstehen der nationale Bildungsbericht, aber auch wichtige in der Öffentlichkeit wahrgenommene Studien wie jüngst das Bildungsbarometer von Herrn Wössmann, dem Bildungsökonomen am Leibniz-IFO-Institut in München. Welche Potenziale Leibniz hier inzwischen vereinigt hat, davon können Sie sich auch morgen einen Einblick verschaffen, wenn der Forschungsverbund zu einem bildungspolitischen Forum in die Vertretung des Landes Schleswig-Holstein einlädt. Das Thema des Tages morgen ist Akzeptanz und Umsetzbarkeit von Bildungsreformen, wie wir Bildungspotenziale ausschöpfen können. Und dazu möchte ich Sie jetzt schon herzlich willkommen heißen und gleichzeitig entschuldigen, dass ich leider morgen nicht dabei sein kann. Heute Abend haben sich bereits einige unserer hervorragenden Bildungsforscherinnen und Forscher auf dem Podium versammelt. Markus Hasselhorn, Direktor des Deutschen Instituts für internationale pädagogische Forschung, das Leibniz-DIPF in Frankfurt am Main. Hans-Günther Rosbach, Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe in Bamberg. Und Katharina Spieß, Leiterin der Abteilung Bildung und Familie des Deutschen Wirtschaftsinstituts hier in Berlin. Alle drei sind absolute Experten in Fragen der frühen Bildung und wie wir wissen, das ist ausschlaggebend für eine gute Bildung der Kinder und Jugendlichen, die dann ja später doch auf ein Fortkommen hoffen. Unsere Leibniz-Direktorin und die beiden Leibniz-Direktoren diskutieren mit Franziska Brandner,
der Kinder- und Familienpolitischen Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen und Markus Weinberg, dem Familienpolitischen Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Und herzlich willkommen auch Frau Bettina Buntschuß, der Abteilungsleiterin Kinder und Jugend im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Also allen ein herzliches Willkommen und eine interessante und vergnügliche, anregende Diskussion unter der Leitung unserer Kommunikationschefin Christiane Burtscheid. Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie auch herzlich willkommen heißen zum Parlamentarischen Abend der Leibniz-Gemeinschaft, dem das Thema Qualität in der frühen Bildung, welche Rolle haben die politischen Akteure, gewidmet ist. Ich würde vorschlagen, wir gehen gleich in medias res, diskutieren eine Stunde ohne Statement, damit es gleich auch zur Sache geht. Und dann haben Sie die Möglichkeit, auch nochmal in einer guten halben Stunde hier auch Fragen zu stellen zu dem Thema. Schön ist auch, ich begrüße auch nochmal alle Kinder hier, die wir haben, dass wir auch Anschauungsmaterial ganz konkret haben, Beteiligung vielleicht auch. Gut, ja, das Thema könnte ja nicht aktueller sein, was sonst bei Leibniz. Wir haben ja eine spannende Woche hinter uns, auch wenn sie noch nicht ganz zu Ende ist. Am Montag standen die Zeichen ja noch auf Kita-Streik. Heute in den Nachrichten konnte man verfolgen, es ist offenbar mal wieder eine Einigung im Tarifstreit erfolgt. Die 240.000 Erzieherinnen und Erzieher sollen durchschnittlich zwischen 4 bis 4,5% mehr Gehalt bekommen, sofern denn die Mitglieder von Verdi und GEW da mitziehen werden. Sie haben ja schon einmal eine Schlichtung verhindert und Verdi-Chef Frank Psirske hat Anfang der Woche ja angekündigt, dass wieder weitere Eskalationen bevorstehen. Also das alles ist eigentlich noch nicht vom Tisch. Die Eltern scheinen dafür ein großes Verständnis zu haben. Jeder kann sich, glaube ich, noch gut erinnern hier im Sommer, dass es nicht so einfach war, seine Kinder unterzubringen. Trotzdem sind sie sehr solidarisch. Herr Kleiner hat es soeben schon angedeutet. In unserem aktuellen Bildungsbarometer des Leibniz-IFO-Instituts ist herausgekommen, 79% der gut 4.000 Befragten sagen, dass es richtig ist, wenn die Erzieherinnen und Erzieher mehr Geld bekommen. Bereits vor dem Kita-Streik hat Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig erklärt, wir brauchen eine Debatte in Deutschland, wie viel uns die Arbeit mit Menschen und die frühe Bildung unserer Kinder wert ist. Ja, wie viel ist sie uns wert? Ich sage jetzt mal ein paar Hausnummern. Die Schlichtung wird ungefähr 300 Millionen Euro kosten, wenn es denn so kommt. Die Betreuung von Flüchtlingskindern, ungefähr 100.000 Kinder, die demnächst auch neue Plätze suchen in Kinderkrippen wie in Kindergärten, werden 500 Millionen Euro kosten. Wer zahlt? Die Kommunen, die Länder, der Bund. Vielleicht ist ja das Betreuungsgeld eine neue Quelle. Die Milliarde ist ja seit Juli mit dem Stopp durch das Bundesverfassungsgericht frei geworden. Und inzwischen gibt es ja offenbar auch einen Kompromiss zwischen Union und SPD, wie das Geld verwendet werden soll. Die Länder haben freie Entscheidungsmöglichkeit, ob sie die Mittel in die Familienförderung, in den Kita-Ausbau, die Inklusion oder die Integration geben wollen. Fest steht, dass seit der ersten PISA-Studie 2001 sich einiges getan hat. Es gibt einen klaren Bewusstseinswandel. Überhaupt Betreuung von Kindern hat den Status von einer Bildung erreicht, von einer wichtigen Bildung. Die Politik hat viel getan, Ausbau der Kindergärten, der Krippen. Es gibt sogar seit 2013 einen Rechtsanspruch der Eltern auf Kindertagesbetreuung ab dem zweiten Lebensjahr. Frühe Bildung und Erziehung ist also ein Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben, aber reichen die Aktivitäten? Hier sagen klar die Experten nein, es muss noch mehr geschehen. Was, darüber diskutieren wir heute Abend. Linkerseits begrüße ich nochmal Frau Buntschuß, Herrn Weinberg, Frau Brandner, rechterseits nochmal die Leibniz-Gemeinschaft mit Herrn Rosbach, Frau Spieß und Herrn Hasselhorn. Guten Abend und ich steige gleich ein. Frau Brandner, sind Sie denn zufrieden mit dem Kompromiss zum Betreuungsgeld
Und wohin wollen wir jetzt das Geld geben? Kita-Ausbau, Familienförderung, Flüchtlinge oder geht alles in die Tarifsteigerung? Was wäre die richtige Entscheidung? Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung heute. Ich habe gerade so schmunzeln müssen, weil wir heute Morgen im Familienausschuss genau darüber diskutiert haben. Ist das jetzt ein guter Kompromiss oder ist es keiner? Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich hätte mir gewünscht, es wäre direkt in die Kitas gegangen, auch wenn ich natürlich hohes Vertrauen habe, dass die grün mitregierten Länder das richtig ausgeben werden. Aber selbst da, ich bin da immer dafür, sicher ist sicher. Und wenn es in den Kitas ankommen soll, dann soll man es doch am besten auch direkt dorthin senden. Sie haben gerade angefragt zwischen Kitas oder Flüchtlinge. Ich finde, gerade in dem Bereich gibt es da kein Entweder-Oder, sondern es wird eine Herausforderung, das gemeinsam zu stemmen. Und Sie haben die Zahlen, hat ja auch das Ministerium letzte Woche veröffentlicht gehabt, Tausende von neuen Plätzen, die gebraucht werden, Sprachförderung so oder so. Und natürlich geht es darum, dass man es vor Ort gut gestaltet, dass es keine Konkurrenz gibt zwischen den Plätzen, sondern man von Anfang an das so wirklich mit genügend Geld auch ausstattet, dass die Kinder ankommen können und schnell Deutsch lernen können und da auch aufgehoben werden. Von daher, bei dem Thema, finde ich, muss man es wirklich zusammendenken. Da kann man nicht sagen, die Kita oder das Flüchtlingskind. Herr Weinberg, Sie haben ja schon öfters mal kritisiert, dass der Bund immer mehr hier auch für die Kitas herangezogen wird finanziell. Mittlerweile finanziert er ja auch schon Betriebskosten. Müssten die Länder mehr tun oder wie sehen Sie das? Also ich glaube, es ist richtig, dass wir als Bund die auch die Länder unterstützen und die Kommunen unterstützen. Aber man muss natürlich auch ordnungspolitisch sehen, wir haben eine Verantwortung bei den Ländern, bei den Kommunen. Die ist ja deshalb gewachsen, weil wir sehr unterschiedliche Entwicklungen haben. Also zwischen Hamburg und Berlin und Rostock und dem Tegernsee gibt es sozusagen unterschiedliche Entwicklungen der frühkindlichen Bildung, des Ausbaustandes im Bereich der Kindertagesbetreuung. Und dafür tragen die Länder die Verantwortung. Und ich finde es richtig, dass wir sagen, national jetzt gucken, Stichwort Bildungsstandards, dass wir vergleichbare Größen haben. Aber wir müssen den einzelnen Gegebenheiten vor Ort auch Rechnung tragen. In Hamburg haben über 50% der Kinder, die in die Kitas kommen, einen sogenannten Migrationshintergrund. Das ist, glaube ich, in weiten Regionen Bayerns etwas anders. Deshalb haben wir auch andere Schwerpunkte. Und deswegen muss man auch den Ländern es überlassen, hier auch im Bereich der frühkindlichen Bildung Schwerpunkte zu setzen. Ist es mehr die Sprachkompetenz als Schwerpunkt? Ist es mehr möglicherweise eine soziale Kompetenz oder ähnliche Dinge? Und deswegen sage ich als Bund, geben wir sehr viel Geld aus, fast 1 Milliarde im Jahr für die frühkindliche Bildung im Sinne der Kindertagesstätten. Nicht originär unsere Aufgabe, wir machen das. Wir haben viele einzelne Programme auf den Weg gebracht, weil sie wichtig waren, frühe Chancen, gerade das Thema Integration und Sprachförderung. Aber es ist auch so, dass wir immer wieder daran erinnern müssen, dass die Länder hier die Verantwortung haben. Und letzter Satz mit Blick auf die Frage Entwicklung bei den Flüchtlingen. Da wird viel auf uns zukommen und deswegen hat der Bund ja auch die Mittel bereitgestellt. Ich erwarte jetzt auch, das sage ich ganz deutlich, von den Ländern, dass sie nachhaltig Integrationskonzepte entwickeln, wie gerade die Kinder auch frühzeitig bedarfsorientiert und zielgenau integriert werden können. Also kurzum, das Betreuungsgeld auch in die frühe Bildung, komplett die Milliarde. Und Sie haben da auch mit der CSU gesprochen? Es ist nicht ganz 1 Milliarde, es ist etwas weniger als 1 Milliarde, weil wir jetzt ja noch abbauend haben, die Fälle von Betreuungsgeld, die noch ausgezahlt werden. Es wird jetzt den Ländern zur Verfügung gestellt. Vorgabe ist und soll es sein, den Kindern das Geld zugutekommen zu lassen, nicht den Kitas, weil wir machen etwas für Kinder, nicht für Kitas. Und da werden die Länder sehr unterschiedlich darauf reagieren. Ich warne nur auch davor, dass wir jetzt ausspielen die Frage, Betreuungsgeld geht in die frühkindliche Bildung und wir haben das Thema aber auch der Flüchtlinge und es soll auch in die Flüchtlingsunterstützung gehen. Es muss zusammenwachsen. Es muss aus einem Blickwinkel gesehen werden, dass wir hier eine Chance nutzen, denn wir haben eine Chance. Wenn wir es jetzt richtig machen, früh, zielgenau, dann haben wir eine Chance, dass wir sozusagen die Kinder, die nach Deutschland gekommen sind, auch frühestmöglich integrieren können. Und dann müssen aber auch die Länder sehen, wie sie die Mittel einsetzen. Frau Buntschuß, wer ist gefordert? Länder, Kommunen, Bund? Wer muss investieren, damit diese ganzen Aufgaben auch in einer guten Weise gelöst werden können? Es müssen schlichtweg alle investieren, weil wir ein unterfinanziertes System haben. Wenn man sich die Durchschnittsfinanzierung auch im EU-Bereich anschaut oder die Zahlen der OECD anschaut, haben wir ein unterfinanziertes System der frühkindlichen Bildung. Da haben alle staatlichen Ebenen gemeinsam noch einen großen Kraftakt vor sich. Ich bin sehr froh über die jetzigen aktuellen Entscheidungen. Ich bin auch sehr froh über die Entwicklungen und
Man kann sagen, dass der Bund in dieser Legislatur eine erkleckliche Summe zur Verfügung stellt, aber insgesamt gesehen gibt es noch eine Menge von Aufgaben und auch nicht eingelöste Versprechen und Zusagen, die in der politischen Diskussion waren, als wir über den Rechtsanspruch für Kinder ab dem ersten Lebensjahr geredet und verhandelt haben. Und ich sehe schon so, dass alle Ebenen, und da nehme ich den Bund nicht aus, mit in der Verantwortung sind. Und ich bin vor diesem Hintergrund auch sehr dankbar, dass Sie heute Abend dieses Thema auch auf die Agenda gesetzt haben, weil wir gar nicht oft genug und nicht an genug Stellen darüber reden können, wie wichtig frühkindliche Bildung für eigentlich alle ist. Wir werden noch die Aspekte ansprechen, Volkswirtschaft, die individuelle Entwicklung, die Unterstützung von Familien. Also man kann diese Geschichte aus allen Perspektiven erzählen. Das Ergebnis ist immer dasselbe. Es kommt auf die frühkindliche Bildung an und die müssen wir angemessen finanzieren. Würde das jetzt heißen, Sie würden Ihrer Ministerin mal empfehlen, noch mal eine Milliarde draufzulegen und dafür zu kämpfen in der Großen Koalition, weil es auch inklusive Betreuungsgeld einfach alles nicht reicht? Sie können sehr sicher sein, dass die Ministerin selber mit dieser Forderung unterwegs ist. Aber es ist auch klar, die Dinge gehen nur Stück für Stück und wir haben jetzt und gerade aktuell wirklich gemeinsam einen sehr großen Schritt nach vorne getan. Frau Spies, vielen Dank. Frau Spies, vielleicht wollen Sie mal beziffern oder ungefähr, wie hoch müssten denn die Investitionen sein, damit man diesen Aufgaben gerecht werden kann? Sie kritisieren ja immer wieder, die öffentliche Hand gibt viel zu wenig in diesem Bereich. Ich möchte jetzt gar nicht konkret mit irgendeinem Millionen- oder Milliardenbetrag hier aufspielen, weil das immer von ganz vielen Komponenten abhängt, wie tatsächlich die Qualität sich ändert, ob wir bei dem Status quo bleiben, wie viele tatsächlich in den Kitas sein werden. Ich glaube auch nicht, dass es uns hilft, jetzt um hier zu streiten, ob es mehr oder weniger ist, sondern was sicher steht, wir brauchen sehr, sehr viel mehr Investitionen in diesen Bereich. Es wurde angeschnitten, dass ganz unterschiedliche Ebenen tatsächlich davon profitieren. Und ich denke, dass beim Kabinettstisch nicht oft genug wiederholt werden kann, dass eine Investition in die frühe Bildung tatsächlich auch Ausgaben in anderen Bereichen tatsächlich obsolet macht, weil wir wissen, dass eine frühkindliche Bildung auch später im Hinblick auf Arbeitsmarktausgaben, im Hinblick auf Einnahmen, die Herr Schäuble dann auch wiederum tätigen kann, tatsächlich Folgewirkungen hat und wir deshalb nicht nur kurzfristig argumentieren dürfen, dass es, was ist es tatsächlich heute, was frühe Bildung kostet, sondern wir müssen eine langfristige Perspektive haben, was wir tatsächlich volkswirtschaftlich an Renditen haben, wenn wir in diesen Bereich investieren. Das ist für die Politik, wie wir alle wissen, natürlich immer ein großes Spagat. Gerade bei der frühen Bildung sind die Renditen fallen oft erst 10 Jahre, teilweise auch 20 Jahre später an. Und da zu argumentieren, ja, wir wollen heute investieren und die Rendite kommt sehr, sehr viel später, das ist politisch nicht einfach. Aber ich glaube, da können wir von der Wissenschaft etc. alle nicht laut genug immer schreien, ja, es lohnt sich. Am Kabinettstisch muss darüber verhandelt werden, wie wir in diesen Bereich heute investieren, damit wir später in den anderen Bereichen tatsächlich Einsparungen haben. Herr Rosbach, es gibt ja viele Initiativen vom Bund, von den Kommunen, von den Ländern, aber oft sind die Initiativen eben nicht nachhaltig. Wäre da die Forderung nicht, dass man vielleicht mal ein komplettes Finanzierungsprogramm auflegt und sagt so, das bekommen jetzt die Länder oder die Kommunen oder gar die Einrichtungen und da könnt ihr mal selber jetzt sehen, wie setzt ihr das um, wie setzt ihr die Mittel ein am besten für euch? Es gibt ja verschiedene Modelle, wie man den frühkindlichen Bereich weiterentwickeln soll. Ich weiß nicht, ob man nur auf Qualitätsverbesserungen im Sinne von Standards, Qualitätsstandards gehen sollte oder ob man nicht gleichzeitig auch viel mehr bei den Verbesserungen ansetzen sollte, die die unmittelbaren Förderprozesse in den Einrichtungen betreffen. Bei den Strukturmerkmalen, wir wissen aus verschiedenen Untersuchungen, dass sie haben einen Effekt, aber dass der Effekt nicht besonders stark ist auf die Gestaltung der pädagogischen Prozesse und auch nicht besonders stark auf die Entwicklungen hin bei den Kindern. Interessanterweise auf die Mathematikentwicklung finden wir, dass eine größere Gruppe besser ist, bei einer besseren Erzieher-Kind-
Relation. Also hier müssen wir viel stärker an die Prozessqualität, an die konkreten Anregungen herangehen. Da stelle ich mir also positive Effekte vor. Ob das über große Modellprogramme läuft, der Schwerpunkt Kita, Sprach und Integration, denke ich, war da ein Erfolgsprojekt. Das neue Projekt, die Sprachkitas, die also wahrscheinlich große Breitenwirkungen haben zur Verbesserung der pädagogischen Praxis. Da erhoffe ich mir viel von. Herr Hasselhorn, kommen wir mal ein bisschen weg von der Finanzierung. Warum ist denn A, die frühe Förderung so wichtig, wie Frau Spieß schon gerade angedeutet hat, die frühe Bildung? Und was ist denn die Qualität sozusagen, was Herr Rosbach jetzt auch angesprochen hat, wenn ich sage, ich schaue auf die Qualität, die muss verbessert werden, wie genau definiert sich die? Ja, ich bin da ganz dankbar, dass ich nicht über Geld sprechen soll und auch nicht darüber, was an den Verhandlungstischen der Politik darüber gesprochen wird, weil ich als Bildungsforscher, der von der Grundausbildung her Entwicklungspsychologe ist, natürlich meine eigene Expertise da wahrnehme, wo sich Entwicklungsprozesse von Kindern so gestalten, dass sie gemessen an dem, was sie, ich sage das jetzt mal salopp, von Mutter Natur mitbekommen haben, möglichst diese Potenziale auch ausschöpfen können zu einem möglichst günstigen Bildungsverlauf. Und wenn ich das angucke, dann ist die Frage der Qualität eine, die eben nicht für jedes Kind die gleiche Art von Förderung und Anregung braucht. Daraus ergeben sich dann Fragen, wie denn Teams ausgebildet und wie Teams, die in Kindertagesstätten die tägliche Arbeit machen, zusammengesetzt werden, welche Erfahrungshorizonte sie haben. Wir kennen das Ganze scharf gedacht in dem Thema Inklusivität, also das heißt auch bei sonderpädagogischen Förderbedarfen, die es ja zwar in manchen Bereichen per Definition erst mit der gesetzlichen Schulpflicht gibt, aber die wir natürlich als Entwicklungspsychologen auch vorher wahrnehmen können. Und da wäre eine Wunschvorstellung aus der naiven Sicht eines nicht über Finanzen und Haushalte nachdenkenden Entwicklungspsychologen, die, dass wir Qualität in Kindertagesstätten bekommen durch eine mehr auf die individuellen Differenzen und Entwicklungsbedarfe ausgerichtete Ausbildung und Teambildung von denjenigen, die diese Arbeit tun. Eine Nachfrage, sind Sie denn zufrieden, was die Politik sozusagen an Rahmenbedingungen stellt dafür? Ich bin immer zufrieden, wenn ich Botschaften höre, dass die Politik in dem Gerangel um die Frage, wo sind jetzt die größten Notwendigkeiten in unserer Gesellschaft, auch immer mal wieder nennenswerte Töpfe und nennenswertes Augenmerk auf die frühe Bildung legt. Ich glaube, dass man das noch mehr tun könnte, aber das glaube ich jeder, der in dem Feld, in dem er unterwegs ist, die Bedarfe sieht. Aber ich denke, dass die entscheidende Frage, es ist eine notwendige Voraussetzung, dass die Ressourcen zur Verfügung stehen. Und ich bin dankbar, wenn ich höre, vielleicht werden es fast 1 Milliarde mehr im Land. Ich sehe da schon skeptisch. Ich habe ja gesagt, fast 1 Milliarde, wie weit wir da drunter landen, wird sich dann zeigen. Aber die Frage ist, was bedeutet es? Und es kam auch ja schon die Anmerkung, dass die Politik möchte, dass das nicht in den Institutionen, sondern so bei den Kindern ankommt. Das ist natürlich politisch ein leichter Satz gesagt. Aber es ist ja nicht so, dass wir jetzt Taschengeld für Kinder in Kindertagesstätten entwickeln können, sondern die Qualität entsteht bei den Personen, die mit diesen Kindern arbeiten. Und da ist meine Hoffnung, dass man die Professionalisierungs- und Qualitätsstandarddebatten, über die Herr Rosbach ja eben schon gesprochen hat, dass man die ernsthaft durchreflektiert. Ich will jetzt mal nur aus dieser aktuellen Debatte, ist jetzt 4,5% Gehaltssteigerung angemessen oder nicht, wenn wir es schaffen, dass wir, wie das in Ländern, in denen es meiner Meinung nach in der frühen Bildung etwas besser bestellt ist als bei uns, auch einen dreifach so hohen Prozentsatz an Fachkräften hat, die eine akademische Ausbildung haben, dann stellt sich auch dann nicht so sehr die Frage jetzt der Gehaltssteigerung, sondern überhaupt der Frage des Zuschnitts, welche Art von Qualität
in der Vorbereitung auf die Tätigkeit, in welchem Umfange halten wir eigentlich für richtig. Und da glaube ich, in dieser Debatte kann man noch ein bisschen weitergehen, als es bisher gegangen ist. Herr Rosbach wollte noch mal was sagen, wobei zur Fortbildung und Weiterbildung wollte ich noch mal später kommen, aber vielleicht. Ja. Ich wollte jetzt den Entwicklungspsychologen als Frühpädagoge nicht kritisieren, aber es gibt ja immer wieder diese permanente Schelte von Deutschland, dass wir das Land sei mit dem niedrigsten Ausbildungsstand, zu wenig Akademiker. Ich halte diese Schelte für ziemlich schräg. Wir haben in Deutschland mit der Erzieherinnenausbildung eine fachlich einschlägige Ausbildung. Und wenn wir das mit unseren zugegebenermaßen wenigen akademisch Ausgebildeten zusammenfassen, kommen wir auf einen fachlichen Anteil des Personals, der weit höher ist als in vielen anderen Ländern der Welt, zum Teil auch höher als in den gelobten nordischen Ländern. Ich wollte mal Frau Buntschuß fragen, welches Land denn sozusagen vorbildlich in die frühe Förderung, in die frühe Bildung investiert, und zwar nicht außerhalb von Deutschland, sondern vielleicht in Deutschland. Sie haben ja den besten Überblick. Vielleicht sagen Sie das Land und Sie können auch noch mal eine Kommune sagen, aber gibt es denn da sowas, wo man sich orientieren sollte? Jetzt gibt es eine typische Politikerantwort. Sie können sich in jedem Land an verschiedenen Qualitätsstandards orientieren. Also konkrete Beispiele, die typische Frage der Journalisten. Das geht nicht, aber ich würde gerne nochmal anknüpfen an dem, was Herr Rosbach gesagt hat, die Frage der Akademisierung. Ich halte die für wichtig, bin Ihnen aber dankbar für Ihren differenzierten Beitrag dazu, denn es ist in der Tat so, wir haben in Deutschland eine qualitativ hochwertige Erzieherinnenausbildung und wir tun den Erzieherinnen Unrecht, wenn wir durch eine Diskussion vermitteln, eigentlich müsstet ihr alles Akademikerin sein, weil so ist es jetzt doch nicht, noch nicht so ganz so, wo man eigentlich hin will. Ich finde, das ist eine ganz schwierige Debatte, mit der man sehr vorsichtig umgehen muss, insbesondere in einem Bereich, wo eine hohe Affinität zur Weiterbildung besteht. Das sind die Erzieherinnen und die Erzieher. Und jetzt sage ich nochmal sozusagen was aus eigenem Herzen und bin da vielleicht auch ein bisschen altmodisch. Es gibt so ganz bestimmte, aber ganz wichtige Dinge im Umgang mit Kindern, die sie an der Universität nicht lernen, sondern die sie mitbringen müssen. Und da ist es auch egal, welchen Abschluss sie haben. Es hat was mit Empathie zu tun und mit Zuwendungsfähigkeit. Ja, es gibt ja auch mittlerweile bei der Lehrerbildung immer wieder Tendenzen, wo man sich fragt, war es richtig, die Lehrerbildung so komplett an die Universitäten zu geben, weil es zu viel Akademisierung war. Herr Weinberg hat jetzt hier schon mal zusammengezuckt, nicht zu viel Akademisierung. Nein, weil ich ein sehr gutes Beispiel habe, das habe ich selbst erlebt. Ich war Lehrer und da hatte ich eine Hauptschülerin, das wäre die perfekte Erzieherin geworden. Kognitive Möglichkeiten sicherlich sehr eingeschränkt, die hätte keinen akademischen Abschluss erzielt. Aber sie wäre eine tolle Erzieherin geworden. Ich glaube, wir sollten sehr sorgsam sein, die Ausbildung dauert lange, sie ist sehr intensiv. Ich glaube, dass man sozusagen das als Basispaket oder als Basisausbildung auch so belassen sollte. Und dann kommen wir in die Überlegung über Weiterbildung, Qualifizierung, dass neue Themen, die ja permanent kommen, Inklusion, Integration, Schwerpunkt Thema Sprache. Wir werden jetzt wahrscheinlich nochmal das Thema Flüchtlinge, wie gehe ich mit traumatisierten Flüchtlingskindern um, nochmal als neue Punkte bekommen. Und da sollte man flexibilisieren in der Weiterbildung, in der Qualifizierung und dann auch überlegen natürlich, wenn man eine Trägerleitung oder eine Leitung einer Kita übernimmt, da wird es sicherlich auch gewisse Anforderungen geben bei der akademischen Ausbildung. Ich halte nur die Diskussion als solches für sehr schwierig, wenn man dann auch so Ausschlusskriterien zieht. Frau Brandner, brauchen wir jetzt, sind wir soweit in der Debatte, vor allen Dingen mehr Personal? Kommt es wirklich auf die gut qualifizierten Menschen an? Wir hatten ja jetzt in der Lehrerbildung die große Debatte mit Hetti, der irgendwie erklärt hat, auf den Lehrer kommt es an. Eigentlich eine Binsenweisheit, denkt man sich, dass der Lehrer gut ist und dann auch die Schüler entsprechend gute Leistungen bringen. Ist es im Grunde ähnlich auch in der frühen Bildung? Ist das Personal in Anführungszeichen entscheidend? Also ich glaube, das Personal ist eines der Hauptfaktoren. Es kommen bestimmt andere noch hinzu, aber klar ist die Ausbildung, Weiterbildung, vor allen Dingen, wenn neue auch, sag ich mal, im Umfeld sich das ja sehr stark weiterentwickelt und sich dann die Weiterbildung nicht daran orientieren würde, wäre das fatal für die Kinder, die dann vor Ort sind. Also von daher glaube ich, ist das eindeutig so. Die Frage, Sie haben angefangen mit der Frage, brauchen wir vor allen Dingen mehr auch Personal? Ich glaube, wir brauchen schon deutschlandweit noch mehr Personal, also für den Ausbau, der ja immer noch auch notwendig ist, und
für, was Sie genannt hatten, dass sich die Erzieherinnen und Erzieher auch wirklich individuell um die Kinder kümmern können und deren Bedürfnisse. Und das ist, glaube ich, in sehr großen Gruppen dann eben etwas schwieriger möglich als in kleineren Gruppen. Und das ist schon ein Zusammenhang, wenn man sagt, es geht darum auch zu schauen, was braucht das einzelne Kind, wie viel Zeit habe ich direkt auch mit dem Kind, dann fordern wir ja, dass wir dort eben einen Qualitätsstandard einführen, bundesweit, der sich eben darin orientiert, was die Wissenschaft, was Sie uns ja auch an Ergebnissen liefern, was eben vom Kind her gedacht das Richtige ist. Und ich glaube, da sind wir schon noch einen Schritt weg. Da sind die Bundesländer auch innerhalb der Bundesländer durchaus unterschiedlich. Aber es gibt ja kaum eines, was das wirklich erreicht hat. Und wenn wir jetzt über Weiterbildung sprechen und Fortbildung, was ich häufig höre, ist, dass viele auch so eine Art Coaching-Begleitung und Supervision gerne hätten. Also dass es nicht nur darum geht, ich weiß in der Theorie nicht, wie es zu machen ist, sondern ich bräuchte Hilfe in der Praxis. Also wenn ich schwierige Situationen habe, wie gehe ich damit um? Und dass die Fachberatungen nicht immer da die einzigen Ansprechpartnerin sein können. Und ich glaube, das ist noch ein Thema, gerade wenn die Situationen vor Ort schwieriger werden. Wie schaffen wir es da, neben der Weiterbildung noch so eine kontinuierliche Praxisbegleitung zu haben, Coaching, Supervision? Ich glaube, das ist aber jetzt nicht was, was man bundeseinheitlich regeln muss, sage ich mal. Ja, da würden wir auch sagen, muss nicht der Bund regeln, aber auf jeden Fall vor Ort wichtig. Herr Weinberg? Ich wollte nur ergänzen, weil ich glaube, ein Geheimnis wäre, dass wir die verschiedenen Professionen, die im Bildungsbereich aktiv sind, Sonderpädagogen, Sozialpädagogen, Lehrer, also Grundschullehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, dass wir sozusagen dieses als Teams ausbilden. Das wäre auch übrigens, ist ja die Fragestellung auch, ob wir nicht intensiver darüber nachdenken, halt diese Trennung Kindertagesstätte, Grundschule langsam auflösen und dann diese Profession mit den verschiedenen Ausbildungsschwerpunkten zusammenbringen, dass ich sozusagen im Team einen Sonderpädagogen habe, eine Grundschullehrerin habe und dann auch dieses System, ich glaube, der Entwicklungspsychologe würde dem zustimmen, flexibler gestalten und nicht dieses Denken bis 3 zu Hause, bis 6 in der Kita, bis 10 in der Grundschule, bis 16 in der SIG 1 und dann wieder in der Oberstufe, sondern dieses aufzulösen. In Bildung funktioniert jahresübergreifend und da sollten wir, glaube ich, uns mehr trauen in Deutschland, Bildung anders zu definieren. Da finde ich das ein ganz, ganz wichtiges Statement sozusagen, diese Professionalisierung tatsächlich nicht zu sagen, ab der Grundschule ist man der Lehrer und davor ist man nichts. Wenn Sie so denken und da tatsächlich ins Ausland gehen, gucken Sie sich die Franzosen oder die Skandinavier an, die ja tatsächlich alle gemeinsam anfangen und dann ihre Spezialitäten bilden, damit sie tatsächlich auch Teams haben, dann spricht natürlich einiges dafür, einen signifikant größeren Anteil tatsächlich an den Hochschulen auszubilden, wo die schon in ihrer Ausbildung auch als Team tatsächlich mal gemeinsam mit agieren. Was überhaupt nicht heißt, dass diejenigen, die nicht an den Hochschulen waren, die schlechteren sind. Aber aus dieser Perspektive heraus, denke ich, kann Akademisierung auch wiederum sehr viel bringen, weil wir ein professionelles Verständnis davon haben, was tatsächlich Erzieher, Lehrer, alle diejenigen, die in den Bildungsangeboten gemeinsam arbeiten, auch betrifft. Ich habe schon gesehen, Herr Rosbach hat sich auch gemeldet. Ich habe jetzt aber trotzdem eine kurze Frage und die geht eigentlich an Herrn Hasselhorn und an Herrn Rosbach. Was eigentlich macht eine gute Erzieherin, einen guten Erzieher aus? Er will mir den Vortritt lassen, weil er derjenige ist, der sich damit beschäftigt hat. Und da kann er jetzt dann wieder zurechtrücken, was ich hier Falsches von mir gebe. Erlauben Sie mir, bevor ich dazu was sage, noch mal eine Bemerkung zu dem, was ja funktioniert hat. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, ob wir einen anderen Zuschnitt von Professionalisierung brauchen. Um das nur noch mal deutlich zu machen, mir ging es nicht darum zu sagen, die Erzieherin von morgen muss an der Universität ausgebildet sein. Es geht mir darum, dass die zunehmenden Bedarfe, die wir in der Schule sonderpädagogischen Förderbedarfe nennen und die mittlerweile nach meiner Einschätzung, wenn ich über die für die späteren Bildungserfolge im Kindergartenalter zu bildenden Schulbereitschaften darstellt. Das ist ein breites Feld von kognitiven, motivationalen und wir sagen als Psychologen dann volitionalen, also auch selbstdisziplinsbezogenen Merkmalen. Wenn ich die sehe, dann habe ich trotz der großen Steigerungsrate, ich glaube, wir haben mittlerweile über 2% der Fachkräfte in den Kindertagesstätten, die eine akademische Ausbildung haben. Und ich denke gar nicht drin, dass wir 90% brauchen,
Aber die Orientierung, dass wir das noch zu verdoppeln haben etwa, um diesen wachsenden Bedarfen gerecht zu werden, das war eigentlich die Idee, die ich ansetzen wollte. Und das ergibt jetzt auch die Frage, wie sieht das richtige Bild der Erzieherin aus? Ich habe vorhin den Begriff der Teambildung genannt. Ich glaube eben, dass in größeren Kindertagesstätten in Zukunft eine Fachkraft sein sollte, die sich sozusagen mit abweichenden Entwicklungsverläufen auskennt, die nicht überall den Kindern andichtet. Davor haben die Träger, wenn ich mit diesem Personenkreis diskutiere, immer Sorge, dass wir die Kinder defizitär etikettieren wollen. Darum geht es nicht. Aber eine Person, die sieht, wo sind Kinder, die wir gezielt an bestimmte Anregungsbedingungen geben dürfen. Wir haben vielfach in den Kindertagesstätten die Mentalitäten entwickelt, dass die Kinder entscheiden, was sie denn machen wollen. Und ein Kind, das einen Sprachförderbedarf hat und sieht dann in dem Angebot seiner Einrichtung, dass es dort auch 10 Minuten am Tag in einem sprachförderlichen Kontext sich bewegen kann. Das merkt spätestens beim dritten Mal, dass die anderen das besser können und entscheidet sich demnächst in den Toberaum zu gehen, statt in diese Runde. Und das sind die Dinge, wo ich den Eindruck habe, da könnte ein multiprofessionelleres Team der Zukunft, und ich spreche gar nicht davon, dass nicht nach wie vor 95% oder 94% Erziehung drin sein können, da gebe ich Herrn Rosbach völlig recht, aber das wäre mein Wunsch, diese Form von Professionalität in die Teams zu bekommen. Und dann gibt es unterschiedliche Funktionen im Team, wofür die in der ganzen Runde der Einrichtung eigentlich zuständig sind. Darf ich nochmal nachfragen, wer wäre sozusagen in dem Team dann? Also wir hätten eine Erzieherin oder einen Erzieher, also wer würde sozusagen zu so einem professionellen Team gehören? Wir haben, glaube ich, bisher, wir haben ja schon gute 2% akademisch ausgebildet, das sind in der Regel Sozialpädagogen. Und die Professionalität, die mir fehlt, ist das, dass ich als Psychologe, klinischen Entwicklungspsychologe nennen würde. Wir haben aber mittlerweile, glaube ich, 60 Studiengänge in Deutschland, die akademische Ausbildung zur frühen Bildung machen. Und in vielen dieser Studiengänge können solche Expertisen erworben werden. Also es gibt keine disziplinäre, traditionelle Bezeichnung für dieses Feld, weil es ein sehr, sehr junges akademisches Ausbildungsfeld ist. Herr Rosbach, teilen Sie jetzt die Meinung vom Herrn Hasselhorn? Ja, also ich denke, multifunktionale Teams sind besonders wichtig. Ist auch da eigentlich ja schon alles gesagt worden. Ich möchte mal auf die Leitungskräfte zukommen. Ich denke, gerade bei den Leitungskräften scheint mir eine Akademisierung sinnvoll zu sein. Nicht im Sinne des Management, sondern im Sinne der pädagogischen Führung, im Sinne der Teamentwicklungsmaßnahmen. Und da sind die besonderen Möglichkeiten. Allerdings, der Aktionsrat Bildung hat vor einigen Jahren einmal ausgerechnet, wenn man bis zum Jahre 2020 in jeder Kita in Deutschland eine Leitungsperson akademisch ausgebildet haben wollte, man hätte 30 neue Studienplätze gebraucht, etwa 90 neue Professoren für die Frühpädagogik, auch eine schöne Perspektive. Was ist die gute Erzieherin? Ich denke, wir haben jahrzehntelang eigentlich eine gute Erziehung definiert über die Einfühlsamkeit, über die Empathie, über das Eingehen auf das Kind. Ist alles wichtig. Aber unter Bildungsgesichtspunkten braucht eine gute Erzieherin auch Wissen. Sie braucht ein gewisses Ausmaß an Fachwissen in dem Entwicklungsbereich. Wenn Sie Mathematik fördern wollen, müssen Sie auch ein bisschen von Mathematik wissen. Sie müssen etwas wissen über die Art und Weise, wie man ein Kind unterstützen kann, wie man feststellt, wo steht ein Kind und dann die entsprechenden Maßnahmen einleiten kann. Eine gute Erzieherin wäre dann für mich nicht eine, die dann also das eine Instruktionsprogramm, das eine Unterrichtsprogramm rauszieht, sondern die Gelegenheiten nutzt, die im Alltag liegen, um diese Entwicklungsbereiche zu fördern. Und da gibt es ganz viele. Mathematik, der Bereich der Förderung bei Friedrich Fröbel mit seinen Bauklötzen. Das war für ihn ästhetische Bildung, aber auch mathematische Bildung. Oder Tischdecken, 1:1 Zuordnung machen. Hier gibt es ganz viele Möglichkeiten der Förderung, die aber explizit genutzt werden müssen. Übrigens mit der Empathie
Es gibt eine Untersuchung in den USA, wo die akademisch ausgebildeten Personen mehr Empathie hatten als die anderen Personen. Frau Spieß, ich habe eine Frage. Wenn man jetzt von den Eltern mal ausgeht und sich denkt, es gibt ganz viele verschiedene Angebote, gerade in der frühen Förderung. Meistens ist es ja so, dass die Eltern überhaupt nur die Chance haben, einen Platz zu nehmen, den sie irgendwie bekommen. Das heißt, die Auswahl ist ja gar nicht so groß. Aber wenn sie auswählen könnten, wie eigentlich wissen Eltern, das hat eine gewisse Qualität hier und vor allen Dingen passt diese Qualität zu meinem Kind? Ja, in der Tat, wir Ökonomen beschäftigen uns auch damit, wie die Passung, wie wir sagen würden, zwischen Angebot und Nachfrage ist. Das erste ganz Interessante ist, dass dieser Duktus, dass man denkt, Eltern können überhaupt nicht auswählen, ist tatsächlich keinesfalls so. Wir wissen aus ganz unterschiedlichen Umfragen, wo wir Eltern auch gefragt haben, mussten sie diese Kita nehmen, weil es die einzigste war, die es gibt. Das ist keinesfalls so. Es gibt durchaus, dass Eltern sich auch mehrere Kindertageseinrichtungen auswählen und deshalb wirklich eine Nachfragemacht auch haben. Wir wissen auch aus unterschiedlichen empirischen Studien, dass Eltern, man könnte fast sagen, wenn man die Experten hier hört, die Pädagogen, die sagen, die Qualität in deutschen Kitas ist eigentlich nur medioker, dass Eltern überraschend zufrieden sind eigentlich mit den Kindertageseinrichtungen, die sie dann letztendlich gewählt haben. Was diese Studien aber ein bisschen unterschlagen ist, dass diejenigen Eltern, die vielleicht gar keine Kita wählen, weil sie mit der Qualität unzufrieden sind, natürlich nicht in den Befragungen drin sind, derjenigen, die befragt werden, ob die letztendlich ausgewählte Kita-Qualität wirklich zufriedenstellend ist. Und lassen Sie mich einen ganz kurzen Schwenk dahingehend machen. Wir haben auch untersucht, ob es tatsächlich so ist, dass die Kita-Qualität, ich sag mal, in der Nachbarschaft von Müttern, die Kinder im Alter unter 3 Jahren haben, tatsächlich auch eine Rolle spielt bei ihrer Überlegung, ob sie in den Arbeitsmarkt einsteigen oder nicht. Und wir konnten gerade in Ostdeutschland feststellen, dass es tatsächlich eine signifikante Bedeutung hat, dass also auch Qualität nicht nur eine Sache ist, wo man sagt, ist uns allen klar, das ist ganz, ganz zentral fürs Kind, sondern Qualität spielt auch bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und bei der Überlegung, ob ich tatsächlich den Übergang gestalte, wirklich eine Rolle. Für diejenigen, und das ist noch sozusagen Ihre eigentliche Kernfrage, wie können das Eltern beurteilen? Auch dazu hat die Bildungsökonomie, Sie werden überrascht sein, eine Antwort. Wir können feststellen, dass tatsächlich es keine so gute Passung gibt, wie man sich das eigentlich vorstellt. Eltern überschätzen in der Regel die Qualität der Kindertageseinrichtungen und deshalb überlegen wir uns auch Steuerungselemente, wie Eltern noch besser erkennen können, was ist jetzt eine Qualität, die wirklich zu denen passt, was meine Vorstellungen sind. Und auch dazu gibt es ganz interessante Überlegungen, die wir vielleicht später noch diskutieren können. Frau Brandner, im Sommer haben Sie gefordert, ein bundeseinheitliches Qualitätsgesetz. Es hat mich sehr gewundert, weil die Grünen sind ja immer sehr für Heterogenität, Vielfalt. Wieso brauchen wir in Deutschland einheitliche Qualitätsstandards, nein, sogar ein Gesetz? Ja, das ist die Grünen mit Föderalismus sind wir sonst eigentlich immer auch sehr dafür. Und wir wollen auch natürlich nicht jetzt in jeder Kita sagen, das Essen muss jetzt jeden Tag ein Apfel sein und die Wände müssen gelb sein. Also in die Richtung geht es nicht, sondern es ist sehr begrenzt, sehr begrenzt auf die Frage der Fachkraft-Kind-Relation. Und das ist eigentlich der Hauptteil, den wir in den Vordergrund stellen, weil wir sagen, dass davon doch eben sehr viel abhängt. Natürlich danach auch von der Ausbildung, aber Sie können ja schon sozusagen ein größeres, bunteres Team erfordert überhaupt, dass schon mehrere Stellen dafür zur Verfügung stehen. Ja? Das heißt, es hängt immer auch damit zusammen, wie viele Stellen sind überhaupt dann zur Verfügung, um die dann auch diverser besetzen zu können. Von daher glauben wir, dass das eines der Hauptangelpunkte ist und wir eben nicht finden, dass es davon abhängig sein kann, wo ein Kind
Kind gerade geboren ist, ob es eben in einem Bundesland oder in einer Kommune geboren ist, die da viel für schon getan hat oder eben auch nicht. Und deswegen glauben wir, dass wir nicht nur einen bundeseinheitlichen Anspruch auf einen Platz haben sollen, sondern auch auf einen guten Platz. Und wie gesagt, sehr abgestuft. Hauptsächlich wollen wir bundesweit regeln, diese Fachkraft-Kind-Relation und Qualitätsprozesse anregen. Im Sinne von, es ist ein vieles, davon ist ja dynamisch und hängt eher davon ab, dass es sich auch immer wieder vor Ort weiterentwickelt, die Prozesse laufen und dazu eben auch Gelder zur Verfügung gestellt werden, um diese Prozesse auch sinnvoll vor Ort zu steuern. Das heißt, das ist auch dort nicht, dass man sagt, diese Ziele müsst ihr alle erreichen, sondern es gibt Prozesse, an die jede Kita auch eingehen sollte. Und alles andere würden wir auch weiterhin landesweit regeln. Und ich verhehle Ihnen nicht, dass es für uns auch den Vorteil hat, dieses Gesetzes, sagen uns zumindest die Juristen, dass man darüber den Bund auch langfristig in die finanzielle Verpflichtung nehmen kann. Weil wir schon der Überzeugung sind, dass die Kommunen und die Länder das langfristig nicht alleine stemmen können, sondern der Bund wirklich da in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, würde ich sagen, nicht rauskommt und dass man da eine Perspektive braucht. Und wie man das mit dem Kooperationsverbot eben juristisch hinbekommt, ist nicht ganz einfach. Und was wir eben in vielen Expertengesprächen dann am Ende zu dem Schluss gekommen sind, es geht über eine Verankerung im SGB 8 und dadurch eine Finanzierungsverpflichtung auch mit hinzubekommen. Und da hängt das für uns zusammen. Bundesverpflichtung und wo ist wirklich das, was, muss man sagen, das ist das Minimum, was irgendwie stimmen muss, wo jedes Kind einen Anspruch haben muss. Das soll jetzt nicht dazu führen, dass die Länder, die schon vorgearbeitet haben, bestraft werden und jene, die noch einen schlechten Schlüssel haben, belohnt werden. Von daher ist die Ausgestaltung dann der finanziellen Ströme eine Bund-Länder-Sache. Aber soweit ist das unser Ansatz, das gerne zu verankern. Herr Weinberg, die Frau Lips hat mir letzte Woche gesagt, die Vorsitzende des Ausschusses für Bildung und Forschung. Die CDU ist da sehr, sehr skeptisch mit einem einheitlichen Gesetz, weil man auch Angst hat, dass dann eben gerade die Heterogenität oder Vielfalt der verschiedenen Angebote über einen Kamm geschoren wird und dann nicht mehr so in dieser Weise blühen kann. Wie ist Ihre Position auch so? Also wir haben ja Gott sei Dank jetzt in allen Bundesländern Bildungsempfehlungen oder Bildungspläne. Die sind sehr unterschiedlich. Also Finakis hat es mal verglichen mit Mauretanien mit Großbritannien. Jetzt kann man ja sagen, das kann ja nicht sein, dass in Deutschland wir so differenzierte Bildungspläne haben. Aber es gibt ja auch einen Grund dafür. Und der Grund ist, dass sozusagen in den Ländern nach der kulturhistorischen Entwicklung der jeweiligen Länder, nach Schwerpunkten, auch nach gewissen anderen Vorgaben, diese Bildungsempfehlungen oder Bildungspläne implementiert worden. Und jetzt, glaube ich, muss man zwei Dinge tun. Das erste ist, dass man sagt, also wir haben spezielle Vorgaben, die sind in Hamburg anders als in Bayern. Erklärbar, ich habe angesprochen das Thema Integration und ähnliche. Dass ich mich verständige bundesweit auf einheitliche Grundstandards oder Basisstandards. Das kann ich aber durchaus freiwillig machen in Absprache der einzelnen Länder. Übrigens auch, es gab ja ein erstes Gespräch auch bei der Ministerin, wo der Bund eine moderierende Rolle spielen kann, dass er sagen kann, ihr müsst irgendwo schauen, dass ihr gewisse Standards auch reguliert und sagt, das ist einheitlich bei allen. Und dann kommt obendrauf in Anführungszeichen das sehr regional unterschiedlich Ausgeprägte. Zweiter Punkt, und das ist dann auch nicht unerheblich. Ich finde es richtig, dass, wenn wir das wirklich als wichtiges Themenfeld gestalten, das Thema frühkindliche Bildung, Kindertagesstätten, dass wir dann auch in den Ländern dort die Verantwortung festlegen. Ich möchte schon als Vater auch darüber abstimmen können, war es eine gute Politik der Landesregierung im Bereich Kindertagesbetreuung oder eine schlechte Politik. Und dann stellen wir sagen, die Grundsatzfrage föderatives System, wer hat welche Aufgaben, darüber kann man diskutieren. Ich bin noch nicht bereit, immer den Ländern noch mehr Mehrwertsteuerpunkte zu geben oder noch mehr finanzielle Mittel zu geben, die teilweise, das muss man ehrlicherweise sagen, nicht immer da ankommen, wo sie eigentlich ankommen sollten. Und deswegen finde ich ordnungspolitisch eine klare Linie, gewisse Vorgaben, die einzuhalten sind. Und dann muss man bewerten, was tut ein Bundesland? Wie sind die Gruppengrößen? Ich komme aus einem Bundesland mit dem schlechtesten Betreuungsschlüssel. Da kann ich sagen, als Vater, das ist nicht akzeptabel für mich. Hier werde ich auch meine Kritik äußern. Deswegen glaube ich, ist es so, dass wir schon ganz gut aufgestellt sind, hier die Annäherung hinzubekommen auf freiwilliger Basis, aber auch den jeweiligen regionalen Gegebenheiten dann auch Rechnung zollen. Frau Buntschuss, Herr Weinberg hat es gerade angesprochen, es gibt ja die Bildungspläne der Länder, die schon seit geraumer Zeit verabschiedet sind. Es gibt auch unter anderem ein 10-Punkte-Programm, das
die Frau Schröder 2013 ja, glaube ich, nochmal so formuliert hat, für ein bedarfsgerechtes Angebot zur Kindertagesbetreuung. Jetzt die Diskussion Gesetz. Wie ist Ihre Haltung? Wie es in einer guten Koalition so ist, ist man sich im Ziel einig. Und darf jetzt nicht sagen. Aber manchmal im Weg nicht. Das ist ja kein Geheimnis. Die SPD ist angetreten mit dem Ziel, ein Kita-Qualitätsgesetz zu schaffen. Es bedarf aber einiger Hürden, die man noch nehmen muss. Bund und Länder haben sich gemeinsam auf den Weg gemacht, weil klar ist, genauso wenig wie es hinnehmbar ist, dass es so viele unterschiedlich gute Schulen gibt, ist es hinnehmbar, dass es so viele unterschiedlich gute oder schlechte Kitas gibt. Und die Untersuchungen sagen uns leider, dass es so ist. Das ist nicht hinnehmbar und deswegen haben wir uns gemeinsam auf den Weg gemacht und verständigt, dass wir diese Legislatur dazu nutzen, um uns über diese Merkmale zu verständigen, die Frau Brandner völlig zu Recht ausgeführt hat. Was sind Strukturmerkmale einer guten Kita-Qualität? Es sind schon einige genannt worden. Es geht nicht darum, einen Bundesbildungsplan über die frühkindliche Bildung wie ein Netz zu werfen. Das ist nicht der Ansatz, sondern es geht um Strukturmerkmale, es geht um Verbindlichkeit, es geht um bundesweit gleiche Chancen für das Aufwachsen von Kindern. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder haben diesen Qualitätsdialog initiiert und lassen sich Ende 2016 darüber berichten. Und natürlich werden wir hart ringen, und das tun wir auch jetzt schon, auch in enger Auseinandersetzung mit der Wissenschaft, die dort mit Expertisen zuarbeitet. Was sind Marken, die wir setzen können oder auch Zielbereiche, wo wir sagen, wenn Kitas so aufgestellt sind, sind das Merkmale guter Strukturqualität bei Beibehaltung aller regionaler Unterschiedlichkeit. Das IFO-Barometer hat bei seiner letzten Erhebung auch festgestellt, 86% der Befragten sind für nationale Qualitätsstandards. Ich frage jetzt auch nochmal hier an die wissenschaftliche Expertise. Sind auch Sie der Meinung, dass wir solche nationalen Qualitätsstandards haben sollten? Und was sollten sie enthalten? Und sollten sie Mindeststandards sein oder sollten sie hohe Standards sein? Herr Rosbach hat sich gemeldet. Ja, vielleicht, weil wir da auch ein bisschen unterschiedlicher Ansicht sind und ein bisschen mehr Diskussion noch da reinkommt. Ich bin sehr skeptisch über die Erfolge von Bundesstandards. Ich finde auch ich will hier gar nicht widersprechen, aber Erzieher-Kind-Relation an der Stelle ist ein Merkmal, wo wir aus vielen Untersuchungen wissen, dass sie kaum besonders viel bringt. Wenn man Standards auf dieser Ebene einführt, fände ich es also viel spannender, das zeigt sich in anderen Untersuchungen, Vorbereitungszeiten zu geben. Also dass eben nicht nur Arbeit am Kind ist, sondern unter Bildungsgesichtspunkten, dass das Personal auch reflektieren kann außerhalb der unmittelbaren Arbeit am Kind. Davon würde ich viel mehr erwarten. Ich, bundeseinheitliche Regelungen, mein Herz würde eher an der Richtung schlagen, dass wir mehr für Qualitätsentwicklungsmaßnahmen tun. Und da gibt es viele, die unmittelbar in der Praxis ansetzen. Die Überlegungen über Modellprogramme, große Bundesprogramme zum Beispiel, die wahrscheinlich enorme Streuwirkungen haben, obwohl die nicht im Einzelnen genau untersucht worden sind bisher. Ich denke, da wird viel in die Breite getragen werden, was zu einer Veränderung beiführt. Qualitätsentwicklungsmaßnahmen, selbst Gütesiegel, das ökonomische Instrument, sind vielleicht Anreize für einzelne Einrichtungen, sich weiterzuentwickeln. Denn wer möchte nicht gerne 3 Sterne auf seiner Einrichtung haben? Frau Spieß, Sie sind da anderer Meinung? Ja, es ist bekanntermaßen so, dass Ökonomen keine guten Pädagogen sind. Deshalb will ich hier gar nicht jetzt über die Standards im Einzelnen sprechen, sondern wir Ökonomen beschäftigen uns mit dieser Frage eher aus einer Steuerungswirkung heraus. Und wenn wir beobachten, wie tatsächlich heterogen die Lage in der Qualität ist, wir haben zwar Bildungspläne, aber wir alle wissen, in manchen Ländern sind die nicht verbindlich, dann kann es die Kommune selbst entscheiden. Manche Kommunen sagen dann, die Einrichtung kann es im Zweifel noch selbst entscheiden. Und wenn wir uns als Ökonomen vor Augen halten, welche Bedeutung wiederum die frühe Kindheit hat für alle, unabhängig davon, ob ich jetzt zufällig in einem Wahlkreis bin, wo die Politiker sich für diesen Bereich einsetzen oder nicht,
Vor diesem volkswirtschaftlichen Hintergrund kann es sehr viel Sinn machen zu sagen, tatsächlich, ich habe ein Steuerungselement, mit dem ich bundesweit tatsächlich Mindeststandards schaffe, damit ich garantiere, dass wirklich allen Kindern, unabhängig von ihrer zufälligen Verortung, diese Dienstleistung, dieses Bildungsangebot tatsächlich zugutekommen kann. Es ist ökonomisch in der Tat überhaupt nicht sinnvoll, da alles im Detail zu regeln. Es macht aber sehr viel Sinn, da eine Verbindlichkeit reinzubringen. Und ich finde auch den Aspekt der Finanzierung dabei einen ganz, ganz wichtigen. Wir haben jetzt schon viele Jahre über diese Standards diskutiert. Freiwillig kam leider nichts zustande. Also es ist ja nicht so, dass wir diese Diskussion neu haben, sondern viele Jahre wurde über nationale Standards diskutiert, die Länder haben sich zusammengesetzt, aber ich würde jetzt mal als Wählerin sagen, schade, sie haben sich leider nicht geeinigt. Deshalb müssten wir vielleicht doch vom Bund was tun. Und der Charme wäre, dass wir ein nachhaltiges Instrument haben. Der Bund hat jetzt unheimlich viel in den letzten Jahren investiert, er hat Programme aufgesetzt, alles ganz wunderbar. Wir hatten zum Glück Familienminister, die sich dafür eingesetzt haben. Was ist aber, wenn wir in 10 Jahren keine nachhaltige Finanzierung mehr haben, weil auf einmal der Wind anders bläst und wir keine Modellprojekte mehr zusammenkriegen, dann denke ich, ist es für den Bürger richtig zu sagen, wir können uns darauf verlassen, wir haben ein Bundesgesetz, da wird es festgeschrieben und da ist es nicht mehr eine Sache der politischen Diskussion, ob wir jetzt tatsächlich uns einigen oder nicht. Herr Hasselhorn, Mindeststandards, bringen Sie jetzt die Synthese von These und Antithese in der Wissenschaft? Ja, wir führen ja jetzt 2 Diskussionen parallel. Das haben Sie so ein bisschen durch Ihre Frage ausgelöst, weil wir haben ja auf dieser Seite des Podiums gehört, dass eigentlich die Intention nur einen komischen Begriff bekommen hat. Ja? Also Qualitätsgesetz, da denken alle an pädagogische, in Analogie zu Bildungsstandards des Schulwesens, zu pädagogischen Standards. Aber hier habe ich ja nun gehört, eigentlich geht es ja eher in die Analogie von einem Mindestlohngesetz, dass ein Mindestressourcengesetz erstellt werden soll. Das ist was völlig anderes. Und ich glaube, die Unterschiedlichkeit in der Argumentation vor allem von Frau Spieß und Herrn Rosbach besteht darin, dass Herr Rosbach an die Qualitätsstandards in Analogie zu den inhaltlichen pädagogischen Standards denkt. Und da wäre ich tatsächlich heute Abend das erste Mal auf der Seite von Herrn Rosbach. Da, glaube ich, sind ganz andere Diskussionen erstmal notwendig. Wenn ich mir angucke, nimmt ja der Staat seine frühkindliche Bildungsverantwortung vorrangig wahr auf der kommunalen Ebene, also auf seiner kommunalen Ebene. Und zu, Herr Rosbach kennt die Zahlen besser, zu 2/3 so etwa gibt diese staatliche Institution das an traditionelle Verbände. Und innerhalb eines Landes sind dort ganz unterschiedliche Vorstellungen, wo denn die pädagogischen Schwerpunkte, wo denn die, ich will mal so sagen, die Zielsetzungen, die impliziten Curricula, wenn es die gibt, der Begriff ist schon falsch, weil das keine Curricula sind, liegt und die Qualitätsdiskussion im pädagogischen Sinne gehört eigentlich in diese Kontexte. Und mir wäre es lieber, man würde nicht vom Qualitätsgesetz sprechen, um die beiden Ebenen zu vermischen, sondern vom Mindestressourcengesetz für Kitas. Und dann kann man die Qualitätsdiskussion, glaube ich, da führen, wo die Beteiligten, und das geht auch gar nicht ohne die Träger, weil ich glaube, die sind die sozusagen die dominanten Fachaufsichten für das, was dann an pädagogischer Arbeit passiert. Mindestressourcengesetz lässt sich nicht so gut politisch verkaufen, Frau Brandner? Ich wollte noch mal kurz eine Sache auch klarstellen, wegen Fachkraft-Kind-Relation und Vorbereitungszeiten, Elternarbeitszeiten. Das hängt ja sehr eng zusammen. Ja, was meinen Sie, was wir mit unseren Ländern hart verhandelt haben, dass das die Fachkraft-Kind-Relation ist und nicht der Personalschlüssel? Für den Personalschlüssel hätten wir unsere Leute sofort irgendwie da uns einigen können, sondern es ging ja genau darum zu sagen, es ist der Fachkraft-Kind-Schlüssel und dazu kommen dann die Zeiten zur Elternarbeit etc. Das ist da schon implizit drin. Das waren die härtesten Verhandlungen, ob wir diesen Begriff nehmen oder Personalschlüssel, genau wegen dieser Frage. Und deswegen würde ich das nicht so als Entweder-Oder sehen, sondern die hängen ja sehr eng zusammen. Und bei der Frage bei den pädagogischen Konzepten der Qualität,
Da haben wir auf Länderebene, in vielen Ländern läuft ja genau diese Debatte. Werden die überarbeitet? Wie verbindlich sind die? Gibt es Qualitätsinstitute? Gibt es dann zertifizierte Evaluierer? Macht man es dann mit dem Drei-Sternchen? Oder ist es nicht eher das Ziel, dass man den Prozess sieht und nicht sagt, es gibt die Standards? Da gibt es ja auch sehr unterschiedliche, zumindest aus der Wissenschaft, unterschiedliche Empfehlungen, ob man das eben eher mit festen Standards oder dynamisch sieht. Also, aber ich glaube, das würde ich zumindest zum derzeitigen Zeitpunkt, würde ich ja auch sagen, noch nicht auf einer Bundesebene vereinheitlicht sehen, sondern wäre ganz froh, wenn wir schon mal auf Landesebene da überall die Schritte weiterkommen. Und da muss diese Debatte auch stattfinden. Ich glaube, sie findet auch statt. Aber das vielleicht vom Titel her, aber ich glaube trotzdem, dass Qualität auch zusammenhängt mit den Ressourcen. Also aber ist nicht es ganz jetzt, trennbar. Ja, aber wenn jetzt Herr Hasselhorn von Seiten der Wissenschaft so einen Vorschlag macht, Mindestressourcengesetz, wäre das nicht etwas, wo Sie sagen können, ja, Frau Brandner, Herr Weinberg, jawohl, machen wir. Wenn das Kind dann den Namen Mindestressourcengesetz hat und wir trotzdem die Gelder für die Fachkraft-Kind-Relation bekommen, habe ich damit kein Problem. Ich will nur einen Satz sagen zu Ihrer ökonomischen Betrachtung. Also wir produzieren keinen VW, der irgendwo überall gleich sein muss, sondern ein bisschen mehr den, der Kommunen und auch den Ländern. VW war jetzt möglicherweise das falsche Beispiel. Könnte man noch viel zu sagen, aber es ist eine andere Geschichte. Ich habe nur die herzliche Bitte, das ist hier in Berlin, im schönen Berlin, mit vielen klugen Menschen, alles auch gut zu bereden. Aber haben wir doch ein bisschen mehr Vertrauen in diejenigen, die in den Ländern und auch in den Kommunen die Bildungsverantwortung haben. In Schleswig-Holstein gibt es, glaube ich, kluge Menschen, die wissen, wie ihre Kitas aufgebaut sind, wie sie sich entwickelt haben. Und in Nordfriesland kennt man die Gegebenheiten der einzelnen Kitas noch besser. Ein bisschen mehr Vertrauen in den Ländern, das müssen wir hier in Berlin nicht alles regeln. Ich glaube schon, dass wir da etwas mehr Verantwortung auch dezentral platzieren müssen, weil wir sehr unterschiedliche Entwicklungen haben. Ich gebe Ihnen absolut recht, wir müssen eine ganze Menge dezentral machen. Wir müssen auch sozusagen die Situation vor Ort in den Kommunen, in den Nachbarschaften mit in den Blick nehmen. Aber das eine schließt ja das andere nicht aus. Also ich denke, ich halte nichts davon, ich widerspreche Herrn Hasselhorn auch äußerst ungern, aber das Ganze in ein Ressourcengesetz umzuwandeln und zu sagen, wir brauchen dann zusätzlich noch eine Qualitätsdiskussion. Wir brauchen doch beides. Wir brauchen eine Qualitätsdiskussion, die letztendlich auch sowas mit einschließt. Wir haben doch jahrzehntelang in Deutschland diese Diskussion gehabt und es ist ja bisher so, dass die Kommunen und Länder alle ihre Freiheiten alle haben. Aber das Resultat dessen ist ja, dass wir einen extremsten Flickenteppich haben und dass wir tatsächlich riesige Unterschiede in der Qualität haben. Und deshalb glaube ich nicht, dass man mit einem Bundesqualitätsgesetz die Lösung hat. Aber es stößt eine Debatte an, wo ich gerade sagen würde, es darf aus dem Titel überhaupt nicht heraus, weil es tatsächlich ein Signal setzt. Wir müssen uns in Gesamtdeutschland darüber Gedanken machen, wie wir eine gute Qualität in diesen wichtigen Bildungsbereich kriegen. Herr Weinberg, sofort auf die... Ja, bei mir, ja, da stimme ich jetzt mal in einem Teil zu, weil es mich dann auch ärgert. Ich nehme mal ein Beispiel, wo man auch Prioritäten setzt. Wenn das Land mit dem schlechtesten Betreuungsschlüssel als allererstes entscheidet, die Kostenfreiheit einzuführen, dann setzt man tatsächlich falsche Schwerpunkte. Das sage ich auch ganz deutlich. Da bin ich Ihnen voll bei Ihnen. Dann diskutieren wir jetzt noch die Kostenfrage, eine ganz spannende, wo Ökonomen wirklich viel zu sagen aber können. Aber was ich jetzt schon mal fragen muss in die Runde, weil wir reden jetzt ständig von Qualität. Wir haben gehört vom Herrn Hasselhorn, Qualität setzt sich unter anderem zusammen, wenn ich ein entsprechend kompetentes Team zusammengesetzt habe, an Erzieherinnen, Psychologen, Sozialarbeitern. Wir haben jetzt gerade schon den Betreuungsschlüssel. Der sollte, können wir ja auch mal definieren, so oder so groß sein. Aber ansonsten, vielleicht haben Sie noch ein, zwei andere Vorschläge, weil es wird ja immer ganz gerne in Deutschland über Qualität gesprochen. Qualität im Journalismus, Qualität in der Wissenschaft, Qualität in der Politik. Aber das ist so ein Nullwort, sage ich mal. Vielleicht könnten Sie das mal noch ein bisschen auch fürs Publikum ausführen. Was müsste denn in diesem in den nationalen Qualitätsstandardsgesetz, wie auch immer wir es jetzt definieren, drinstehen an 5 Punkten. Frau Buntschuß, ich gehe jetzt mal hier die Runde rum. Dann fange ich mal an mit einem Punkt. Leitungsfreistellungszeiten, klar definierte. Herr Weinberg. Stehen schon bei einigen, aber ich würde den Betreuungsschlüssel als Schwerpunkt setzen. Tatsächlich. Und wie wäre der? Ich würde mich an 1:4, bei im Krippenbereich 1:4 festhalten, weil, glaube ich, sozusagen zwischen Bertelsmann und OECD kann man lange diskutieren, aber das wäre zum Beispiel ein Satz. Und wo haben wir das in Deutschland? Wir haben ihn leider nur in Bremen und wenn ich es richtig weiß, in Baden-Württemberg. Die Bremer sind übrigens, Stichwort auch Thema Verschuldung, die haben da einen Schwerpunkt gesetzt, muss man auch mal akzeptieren und anerkennen.
meinem Bundesland ist da eher auf dem letzten Platz. Also sozusagen der Betreuungsschlüssel 1 zu 4, das ist, glaube ich, OECD, wenn ich es richtig weiß, den sollten wir als Maßstab auch nehmen. Ja, mich freut es sehr, weil das ist ja genau das, was ich vorhin gefordert habe. Was ich noch hinzufügen würde, ist diese Frage der Qualitätsprozesse und wie man die unterstützen kann, auch von Bundesseite aus. Das finde ich sehr wichtig. Herr Hasselhorn? Ich steige jetzt mal sozusagen in eine andere Ebene ein, weil ich in zwei Bundesländern in den letzten Jahren die Gelegenheit hatte, solche Diskussionen zwischen Trägerverbänden, Landesvertretern, Kommunalvertretern mitzubekommen. Und diese Diskussionen, die sind schon fast zerbrochen an der Frage, ob die Sicherstellung der individuellen Schulbereitschaft von Kindern ein Ziel von Kindertagesstätten sein sollte oder nicht. Die individuelle Schulbereitschaft sicherzustellen als Ziel, nur als Ziel. Und das wäre, finde ich, eine lohnenswerte Diskussion für Qualitätsstandards. Frau Spieß? Ich als quantitativ arbeitende Forscherin würde ganz stark auch für Kindbetreuerschlüssel plädieren. Wir wissen auch, was es da sozusagen an Fakten gibt. Ein ganz wichtiger Punkt für jemanden, der sich auch sehr mit der Nachfrageseite auseinandersetzt, ist auch die Eltern-Erzieherinnen-Interaktion, die ich auch ganz, ganz wichtig finde, die mit in den Blick zu nehmen in einem solchen Gesetz, dass die nicht untergeht und da tatsächlich mit zu bedenken, dass ohne die Eltern dann wiederum auch gar nichts geht und wir deshalb da auch eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit brauchen. Herr Rosper? Ich glaube, ich würde auf die Fort- und Weiterbildung setzen. Wir haben es eine sehr, sehr hohe Weiterbildungsmotivation beim bestehenden Personal. Das Personal besucht viele unterschiedliche Weiterbildungsveranstaltungen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, das kann man wahrscheinlich nicht im Gesetz machen, aber so ein Bundesweiterbildungsprogramm mit einem Zertifikat abzuschließen, um das ganze System nach oben zu bringen. England hat zu einer Zeit, wo es nicht gerade viel Geld hatte, 555 Millionen Pfund in die Hand genommen von 2006 bis 2011, um ein nationales Early Childhood Professional Status Programm aufzulegen. Das wäre auch ein guter Schritt. Meine Damen und Herren, Sie haben jetzt aufmerksam uns einer Stunde zugehört. Ich eröffne jetzt einfach mal den Kreis und spreche Sie mal direkt an. Haben Sie zu einzelnen Punkten, die wir jetzt zweifellos nur anreißen konnten, Fragen? Ja, Ernst-Dieter Rossmann, gelernter Psychologe, habe Erzieherin, Erzieher ausgebildet, bin jetzt im Bundestag. Ich habe die Frage, ob uns die Wissenschaft zur frühkindlichen Pädagogik Wegweisung geben kann in der simplen Beurteilung, wie sieht eine qualitätsvolle 24-Stunden-Kindertagesstätte aus? Oder ist das gar nicht etwas, was man mit Qualität zusammen denken kann? Ich hatte neulich einen Besuch in einer Kindertagesstätte und musste mein Weltbild korrigieren, was ich selber früher vermittelt hatte, wo es nicht mehr die berühmten Gruppen gab, die Igel und die Rotkehlchen und anderes, sondern da waren 100 Kinder, die waren zusammen und sie hatten keine ganz feste Gruppenbeziehung mehr, sondern suchten sich selber ihre Themenfelder etc. aus. Und ich mich fragte, ist das durch die Wissenschaft gedeckt, wird so etwas mit begleitet? Also die ganze Qualitätsdiskussion, die wir in der Schulpädagogik haben, kann ich noch nicht nachvollziehen in Bezug auf die frühkindliche Pädagogik. Aber es müsste eigentlich auch dort einen Qualitätskern mitgeben. Und können wir auf den mit rechnen? Und dann Eltern gegebenenfalls auswählen lassen, ob sie diesen Qualitätskern in Waldorf, in Abo, in welcher Pädagogik auch immer von der Institution hier sehen. Also mich interessiert die Qualitätsorientierung aus der frühkindlichen pädagogischen Wissenschaft. Herr Rosbach? Also wir haben im frühkindlichen Bereich ja einen Bereich mit sehr, sehr vielen Gestaltungsfreiheiten. Nebenbei bemerkt, in solchem freien Bereich profitieren immer die bevorzugten Familien und nicht die benachteiligten Familien. Ich bin kein Anhänger eines solchen offenen Konzeptes. Unter Bildungsgesichtspunkten, dass ein Kind mal das machen kann, halte ich für den falschen Weg. Ich bin aber auch gegen Unterricht. Also das macht für die Altersgruppe ist das nicht der angemessene Weg. Ich bin aber dafür, dass man also sehr präzise sich überlegt, in der Schule haben wir ein Curriculum, haben wir Lehrpläne, die bestimmt, die fachlich ausgerichtet sind. Im frühkindlichen Bereich haben wir Bildungspläne, die sollen ja nicht schulvorbereitend sein, obwohl man ganz schön blind sein muss, wenn da Mathematik gefördert wird im Kindergarten, dass das nicht irgendeine Beziehung zum Schulfach Mathematik hat.
Also da denke ich mir, müssen wir viel stärker, und da können auch Bildungspläne eine wichtige Rolle spielen, an solchen Förderungen in gezielten Entwicklungsbereichen arbeiten. 24-Stunden-Kitas unter Bildungsgesichtspunkten, 24 Stunden, weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. Herr Hasselhorn, Sie wollten? Ich hatte darauf reagieren wollen, weil die Frage ist, dass wissenschaftlich fundiert, die ist ja jetzt schon strenger formuliert als eben in der Frage. Die Praxis ist ja so, dass man immer irgendeinen Wissenschaftler findet, der irgendetwas empfiehlt, und deswegen hält man es für wissenschaftlich begründet. Hier würde jetzt eine wissenschaftliche Begleitung, wie wir sie auch im Leibniz-Forschungsverbund versuchen, aus den unterschiedlichen Disziplinen zu betreiben, würde die Frage stellen, was sind eigentlich die Ziele, unter denen ich als Wissenschaftler bewerte, ob es diese Ziele erreichen kann oder nicht. Und wenn ein Ziel, deswegen habe ich auch vorhin dieses Thema mit der Schulbereitschaft angefangen, weil ich war in diese Diskussion gegangen, weil ich das für ein selbstverständliches Ziel von früh vorschulischen Einrichtungen hielt, musste dann aber lernen, dass das nicht so ist. Ja? Und wenn wir jetzt, wir können sozusagen fast beliebige Konstellationen von Bildungsangeboten machen, wo die obere Hälfte von sozialen Hintergründen und von neurokognitiven, biologischen Voraussetzungen der Kinder keinen Schaden dran nimmt. Die Systeme, die wir brauchen, müssen darauf achten, dass die andere Hälfte der Bevölkerung nicht abgehängt wird. Das ist eigentlich, wenn eine staatliche Verantwortung für Bildung da ist, in meinen Augen die Voraussetzung. Und der würde ich Herrn Rosbachs Einschätzung teilen, in dem, was Sie jetzt jedenfalls skizziert haben, ohne dass ich die Einrichtung im Einzelnen kenne, wäre das genau meine Sorge, dass das eine Verwahranstalt wird, bei der die individuellen Differenzen in den nachher bildungsrelevanten Voraussetzungen, die sich in diesem Alter bilden, größer werden als in bisherigen anderen Formaten. Was ja auch alle Studien belegen bisher. Nur eine ganz kurze Anmerkung. Natürlich muss der Kindergarten die zukünftige Karriere und damit die Schulkarriere im Auge behalten. Das ist der Ansatz von Friedrich Fröbel 1848. Für den war Schulvorbereitung, Blick auf die folgende Schulkarriere, das war das Ziel seines Kindergartens. Deswegen glaubte ich auch, dass das selbstverständlich sei. Hier war noch darf ich sozusagen als Volkswirtin noch dazu sagen, es ist nicht nur das Ziel der Schulvorbereitung. Frühe Förderung und frühe Bildung bedeutet ja letztendlich, Kinder auf unterschiedliche Lebensbereiche vorzubereiten. Und deshalb, glaube ich, wäre es auch zu eng, wir diskutieren jetzt im Kindergarten nur als Schulvorbereitung. Das wäre mir nochmal auch selbst aus einer Ökonomenperspektive ganz wichtig. Das habe ich auch gar nicht sagen wollen. So ein bisschen, gut, als ob das... Es gibt ja ganz viele Ziele, was die Kita mit erreichen wollen. Und das ist ja in der Tat eine ganz spannende Diskussion. Wenn wir als Wissenschaftler schauen wollen, ob eine Kita tatsächlich die Effekte erreicht, die wir uns wünschen, müssen wir die Frage erstmal stellen, welche Effekte wollen wir denn überhaupt, dass sie erreicht? Und da kommen wir in der Tat ja in eine ganz spannende politische Diskussion rein. Einige von Ihnen, die die Gesamtevaluation Ehe- und familienbezogener Leistungen mitverfolgt haben, haben vielleicht mitgekriegt, dass für uns Wissenschaftler eigentlich der spannende Punkt war auch, welche Ziele sind es überhaupt, die Familienpolitik verfolgt? Und da wäre auch die Frage, welche Ziele sind es eigentlich, die wir mit der frühen Bildung wirklich verfolgen? Ganz viele Meldungen jetzt noch im Publikum. Genau, erstmal da hinten, der Herr war, glaube ich, der Erste. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Ulrich Fegler, ich bin Kinder- und Jugendarzt und ich würde gerne noch mal einen Aspekt in die Diskussion bringen, der heute noch nicht angeklungen ist. Zunächst aber habe ich eine Frage, resultiert aus einer Unsicherheit. So viel ich weiß, ist ja nach einer höchstrichterlichen Definition die Kindertageseinrichtung keine Institution des Bildungswesens. Das ist ja ausdrücklich 1998 festgestellt worden. Und meines Erachtens würde es strukturell vieles erleichtern, wenn tatsächlich Kindertageseinrichtungen, so wie das ja auch immer diskutiert wird, tatsächlich mit zum Bildungssystem gehören würden. Das wäre eine Möglichkeit und vielleicht ein Nachdenken wert auch auf Seiten der Politik. Zweiter Punkt. Nun ist es so, dass die Kindertageseinrichtungen, die wir haben, nach wie vor ja eines nicht bemänteln können. Nach wie vor ist ja der Bildungserfolg unserer Kinder extrem abhängig vom sozialen Status der Eltern. Das hat sich auch in den letzten Jahren überhaupt nicht verändert.
Und wir müssen leider Gottes in Rechnung stellen, dass hier auch die Kindertageseinrichtungen nichts Wesentliches verändert haben. Schauen Sie sich allein nur die Ergebnisse der Sprachstandserhebungen in den Schuleingangsuntersuchungen an. Hier hat sich in den letzten 10 Jahren in Berlin nicht viel gerührt, trotz der vielen Programme, die da sind. Das muss man einfach mal erheben. Deswegen ist für mich die Frage, erreichen wir eigentlich die Kinder, für die es wirklich wichtig ist? Und ich finde, diese Feststellung müssen wir immer wieder machen. Ein Großteil unserer Kinder wird ja unabhängig von der Qualität der Kindertageseinrichtungen sehr gut in den Familien gefördert und hat auch damit eine exzellente Schul- und Bildungsprognose. Aber erreichen wir denn die Kinder, auf die es wirklich ankommt, diese 15-20% in einem ausreichenden Maße nur über die Kindertageseinrichtungen? Ist es nicht erforderlich, dass man die Kindertageseinrichtungen auch dann kombiniert doch mit Angeboten, die auch die Familien dieser Kinder mit einbeziehen? Also sind wir in der Lage, sozusagen ein Kind aus diesen Familien isoliert zu betrachten, zu fördern und dann wieder in diese Familie, ich sage es mal etwas provokativ, zurückzuschicken, teilweise in diese Medienhöllen, die ja dort erwartbar sind für diese Kinder? Und ist es nicht viel richtiger, wenn man solche Angebote gibt, natürlich von hoher qualitativer Ebene und mit einer guten Fördereinrichtung für die Kinder, dass dann auch an die Eltern gedacht wird? Also es heißt gemeinsame Einrichtung. Vielleicht noch ganz kurz ein dritter Punkt, was heute nicht gesehen wird. Es wird leider Gottes von den Kindertageseinrichtungen pathologisiert, ich sage es mal vulgär, dass die Schwarte kracht. Das heißt, wenn Kinder in irgendeiner Form entwicklungsauffällig wird, wird es nicht mit pädagogischen Mitteln aufgefangen, sondern die Kinder werden zum Doktor geschickt. Und der Doktor sozusagen hat eine Prinziptherapie dafür zu entwickeln, das heißt eine Heilmittelverordnung aufzuschreiben. Das heißt, dieses Kind wird nicht im pädagogischen System belassen, sondern es wird ins Medizinsystem geschickt, und ich sage Ihnen gleich, die Medizin kann das gar nicht. Das ist überhaupt nicht ihr Ding, und damit kommen keine besseren Kinder raus. Das waren meine 3 Bemerkungen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielleicht für das klare Plädoyer. Vielleicht erstmal an die Politik die erste Frage an Sie beide, Herrn Weinberg und Frau Brandner. Sollten Kitas Bildungseinrichtungen per Gesetz werden? Ja, ich unterstütze das ausdrücklich, dass im Grunde nach die obwohl die Funktion von Kindertagesstätten sehr vielfältig ist. Und nur die Bildungsimplikation ist falsch. Sondern sie haben auch eine soziale Aufgabe, sie haben auch sozusagen eine pädagogische Aufgabe, Ausgleich, Elternhäuser und. Trotzdem, glaube ich, ist sie von der Anlage her eigentlich im Bildungsbereich richtig angesiedelt. Ich weiß noch, vor 15 Jahren haben wir das in Hamburg gemacht, da haben wir es aus der Sozialbehörde genommen und in die Bildungsbehörde gepackt. Ist es daran gescheitert, dass man überfordert war, in der Bildungsbehörde dann auch noch diesen Bereich mit zu übernehmen. Dahinter steht aber ein Gedankengang, der wichtig ist. Wir müssen wegkommen vom Denken nach Institutionen. Das Kind ist im Zentrum, und deswegen muss man überlegen, wie kann man die verschiedenen Institutionen, wo die Kinder ja immer so hin und her geschickt werden, zusammenbringen. Und das muss dazu führen, dass wir Bildung anders denken. Und das heißt zum Beispiel, dass wir sagen, und das ist sozusagen ein bisschen mein Schwerpunkt, dass wir Kindertagesstätten und Grundschulen zusammenbringen. Das ist übrigens auch der Ansatz von Finarkis, nicht mehr zu teilen bis 6 Kita und dann ab 6 Grundschule, sondern eigentlich die 3- bis 10-Jährigen zusammenzunehmen, weil da die Übergänge sehr fließend sind und entwicklungspsychologisch es dort auch sehr große Unterschiede gibt. Und dazu gehört dann auch, dass wir sagen, mit Familie gemeinsam, übrigens auch mit Beratungsstellen für Familie, die alle zu vernetzen in solchen komplexen Bildungshäusern. Es gibt solche Modelle in einigen Bundesländern. Wir haben auch bei uns eins, wo wir dann Kita, Grundschule und Beratung, Familienberatung zusammengeführt haben. Und die Ergebnisse, jetzt komme ich zum zweiten Teil, gerade für die schwierigen, in Anführungszeichen schwierigen Kinder, waren exzellent. Das heißt also, hier wirkt die Vernetzung, hier wirkt das Professionelle verschiedener Bereiche, wenn es auf das Kind sozusagen positiv wirkt. Und da müssen wir mutiger sein, in Deutschland mal zu sagen, jetzt lass uns mal dieses alte System der 50er Jahre aber etwas modifizieren. Aber ganz kurz noch, war das nicht auch eine Idee der DDR, dass man hier einen einheitlichen Klassenverband hatte bis zum 10. Schuljahr? Nein. Wollen Sie nicht doch nach Deutschland zurückschauen? Nein, jahrgangsübergreifend individualisierter Unterricht oder nicht Unterricht, individualisierte Zugänge. Das heißt, dass Kinder in ihren verschiedenen Prozessstufen begleitet werden. Dass zum Beispiel die angehende Grundschullehrerin bereits im letzten Kita-Jahr diese Kinder auch begleitet. Dass sie nicht wie ein weißes Blatt in die Grundschule kommen. Und das heißt sozusagen, dass es natürlich sozusagen Laufbänder sind, wo man sehr nach den Entwicklungsschritten der Kinder sagen auch überlegt, wie sie unterstützt werden können. Das ist kein System DDR. Es ist sagen die Individualisierung und die Betrachtung
was ist für das Kind wichtig und nicht, was hat die Institution zu bieten? Frau Brandner, Kitas als Bildungseinrichtungen? Ja, das ist ja eine alte Debatte, klares Ja. Für uns wollte ich nur ein Beispiel geben mit dem Einbeziehen der Familien. Ich weiß nicht, ob Sie das Rheinland-Pfalz kennen, dort gibt es die Kita Plus. Das ist genau die Idee, dass man das ausweitet mit Richtung Familienzentren und dort andere Akteure mit ins Boot holt und nicht den Entlern den Schein gibt und sagt, gehe dorthin, weil man dann die Erfahrung macht, dass es eben nicht funktioniert, sondern es besser ist, wenn man die Akteure in die Kita holt. Dazu braucht man dort aber auch extra Räume zum Beispiel. So, das ist häufig, daran mangelt es dann vor Ort bei den Kommunen, haben sie das Geld dafür? Und wie wird das, sage ich mal, auch verbindet zum Beispiel mit den frühen Hilfen und den Netzwerken, die es dazu gibt? Also, dass man auch dort, es gibt jetzt die Studien, die werden auch bald kommen, zur Auswertung. Bei den frühen Hilfen zum Beispiel sieht, dass die Kitas sehr unterschiedlich einbezogen sind in die Netzwerke frühe Hilfen. Und meiner Meinung nach gehört das ganz stark mit dazu. Aber dafür brauchen die eine Freistellung, zum Beispiel Leitungskapazitäten, um an diesen Netzwerktreffen beteiligt zu sein. Und da die unterschiedlichen Systeme zusammenzubringen, die in den letzten Jahren auf den Weg gebracht wurden. Ich glaube, da ist Kita ein sehr guter Ort. Man darf aber auch nicht vergessen, dass da auch nicht alle sind. Ja, und von daher ist die Möglichkeit auch trotzdem noch, dass man dann solche Familienzentren auch öffnet für jene, die noch nicht in der Kita sind, aber vielleicht mal dadurch auch dahin kommen und Orte erstmal kennenlernen, Vertrauen finden. Ich finde, in dem Zusammenhang darf man auch Kindertagespflege, die haben wir jetzt heute Abend noch gar nicht erwähnt, auch nicht vergessen. Das ist manchmal ein Angebot, was manche eher bereit sind, in Anspruch zu nehmen als eine Kindertagesstätte. Auch dort nach der Qualität zu fragen, wie werden die einbezogen, wie sind die fachlich begleitet. Also wenn man, sagen wir, diesen Anspruch, die unterschiedlichen Punkte zusammenzubringen, auch Gesundheitssystem mit Blick auf frühe Hilfen, ja, da haben wir ja auch noch einiges an Hürden für Kinderärzte nicht abbrechenbar, wenn sie an der Sitzung teilnehmen. Für die anderen Fachkräfte ist es Teil ihrer Arbeitszeit. Also ich glaube, wenn man diese Kohärenz in den jungen Jahren, muss ein großes Ziel sein. Und da muss man in so vielen Gesetzbüchern anfangen. Aber es muss auf jeden Fall, also ist ein sinnvolles Ziel. Vielen Dank jetzt an die Wissenschaft nochmal. Das war ja die große Erkenntnis der ersten PISA-Studien und vielen weiteren. Der Bildungserfolg der Kinder hängt von ihrer sozialen Herkunft ab. Und es stimmt, bis heute hat sich eigentlich nur marginal was verändert. Ja, was tun? Ja, es ist ganz wichtig, um diesen Bildungs- oder diesen Zusammenhang tatsächlich zu lösen, in frühe Bildung zu investieren. Deshalb finde ich den Beitrag auch nochmal ganz, ganz wichtig, weil wir bei der Debatte oft vergessen, dass wir zwar in dem Bereich der Kinder über 3 Jahren haben wir eine weitgehende, flächendeckende Versorgung. Da haben wir fast 98% aller Kinder über 3 sind in Kindergärten, Kindertageseinrichtungen mit regionalen Unterschieden. In Bremen, das ist als sozusagen an unterster Spitze mit nur 80%. Thüringen sind es fast 97%. Aber in dem U3-Bereich, da haben wir tatsächlich ein Phänomen über die Jahre beobachten können, also in dem Bereich der Kinder unter 3 Jahren, dass der Ausbau, der quantitative Ausbau tatsächlich dazu geführt hat, dass überproportional Kinder aus bildungsstarken Elternhäusern, überproportional Kinder aus einkommensstarken Elternhäusern von diesem Ausbau profitieren und wir mit diesem Ausbau gerade nicht Kinder aus einkommensarmen Elternhäusern, Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern erreichen. Gleichwohl wir wissen, dass die durchaus bei einer guten Qualität auch davon profitieren können. Wenn wir also überlegen wollen, wie schaffen wir es, dass wir wirklich allen Familien Angebote machen, ist es die Frage, warum sind die nicht in den Einrichtungen? Ist es, weil die Einrichtungen sie nicht nehmen? Ist es, dass sie den Weg nicht dahin finden? Da gibt es ganz unterschiedliche Analysen darüber. Meines Erachtens ist es wichtig, dass wir über die Bedeutung informieren. Und da bin ich auch wiederum ganz bei dem Vorschlag, den es nicht nur in Rheinland-Pfalz gibt, in Nordrhein-Westfalen, selbst Berlin, Eltern-Kind-Zentren, Familienzentren, alle diese Zentren, die sozusagen kommunaler Nahraum, Öffnungen nach außen, dass das ein ganz, ganz wichtiger Weg ist und der ein bisschen auch das mit reinbringt, was ich vorhin gesagt habe, sozusagen Eltern und Kindern gemeinsam zu denken und Angebote zu schaffen, wo wir beide mit erreichen. Da glaube ich, das wissen wir nicht nur aus deutschen Länderstudien, sondern auch aus UK, dass da tatsächlich die volkswirtschaftliche Rendite wirklich noch höher ist. Herr Rosbach, Sie wollen auch noch was dazu sagen? Dann ja, jetzt hat mir Politik und Bildungsökonomie meine Antwort schon vorweggenommen. Ich sehe auch da eine große Möglichkeit, in Familienzentren, in den Vernetzungen
zwischen Pädagogik, Elternberatung, Familienweiterbildung und also auch medizinischen Sachen. Wir müssen auch darüber klar sein, wir haben soziale Disparitäten. Die Hoffnung ist, dass der Kindergarten dazu beiträgt, diese zu reduzieren. Alle Ergebnisse, die ich kenne in Deutschland, ist, dass sozial benachteiligte Kinder genauso gut profitieren wie sozial bevorzugte, aber eben nicht mehr. Die Schere wird damit nicht geschlossen. Es gibt sogar aus einer eigenen Untersuchung einen ganz leichten Hinweis, dass in dem etwas freieren Kindergarten die Kinder am meisten von einer guten Qualität profitieren, die zu Hause von einer guten Qualität kommen. Es ist also eine Art Matthäus-Effekt gibt. Während umgekehrt ist bei der Grundschule, die etwas mehr strukturiert ist, da holen die benachteiligten Kinder etwas auf. Eine große Herausforderung werden die Flüchtlingskinder nochmal werden in den nächsten Jahren. Vielleicht die eine Bemerkung noch zu Ihrer dritten Aussage der Pathologisierung. Das ist ein Prozess, den ich genauso sehe wie Sie als Phänomen. Aber die Sorge habe von dem, was ich da sehe, dass das vielfach auch ungünstige für den Bildungserfolg, für die Kinder nachteilige Entwicklung und damit Pathologisierung entstehen, weil eben, und deswegen vorhin mein Plädoyer dafür, ein klein wenig mehr klinische entwicklungspsychologische Expertise, wie sie auch in frühen Bildungsstudiengängen im Moment in Deutschland angeboten werden. Also es werden Leute da ausgebildet, die so etwas können, um einzugreifen, solange das noch nicht pathologisch ist, was da passiert. Also ich sehe das gleiche Phänomen wie Sie, aber schelte jetzt nicht die Erzieherin, dass sie offensichtlich alles, was dort auffällt, in den medizinischen Sektor schickt. Das muss sie im Moment tun, weil sie sich dafür nicht kompetent fühlt. Und deswegen das Plädoyer vorhin zu diesen etwas multiprofessionelleren Teams dort. Ich schaue noch mal in die Runde. Da drüben, 2, 3, der Herr war schon, vielleicht darf ich erst den Herrn hier vorne, weil, genau. Herr Norbert Hocke, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, vielleicht etwas müde noch, weil wir 3 Tage lang gerade die Verhandlung abgeschlossen haben. Aber es geht mir so ein bisschen auch darum, dass wir wieder alle Aufgaben benennen können, jeder seine eigene, und am Ende dabei dann vergessen, dass diese Aufgabenbeschreibung ja umgesetzt werden muss. Und von wem soll sie umgesetzt werden? Da sind wir dann wieder sehr schnell. Ich möchte erinnern an den Auftrag aus dem Kinder- und Jugendhilfegesetz. Kinder zu eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu erziehen, zu bilden und sie zu begleiten. Und ich glaube, dieser Auftrag der eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit ist einer, der erstmal eine ganze Menge von den Kolleginnen und Kollegen abverlangt. Denn die Diskussion auch in der Wissenschaft zwischen dem, wie die Kinder- und Jugendhilfe versucht, diesen Weg der eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu gehen, unterscheidet sich in vielem von der wissenschaftlichen Erkenntnis der traditionellen Schule. Ich sage nicht der Schule, die mit Modellen arbeitet und sich entwickelt hat, sondern der traditionellen Schule. Und von daher müssen wir, wenn wir so schnell von Bildung reden, einen anderen Ansatz finden, der erstens ganzheitlicher ist, der auf einer freiheitlichen Basis beruht, weil wir haben einen Rechtsanspruch, wir haben keine Pflicht für die Schule. Und das sind Ausgangspunkte, die sich sehr deutlich unterscheiden lassen, die auch ganz andere Qualitätsmerkmale dann ansetzen. Und da sind die Vergleichbarkeit der Lebensbedingungen eine der zentralen Ausgangslagen, die im Grundgesetz festgeschrieben sind. Und von daher bin ich sehr dankbar, dass im Bundesfamilienministerium darüber nachgedacht wird, wie die Vergleichbarkeit der Lebensverhältnisse in dieser Republik für 0- bis 3-jährige und 3- bis 6-jährige Kinder hergestellt werden können. Weil sie sind dermaßen unterschiedlich. Ob ich in einer Kommune lebe unter Haushaltsvorbehalt oder in einer Kommune, die nicht weiß mit dem Geld hin, weil sie einfach eine tolle Firma hat, die ihre genügend Steuereinnahmen bringt. Das ist ein Unterschied, an dem müssen wir arbeiten. Und von daher wird es eine ganz entscheidende Rolle spielen in den nächsten Jahren, nicht, wie werden wir die Qualität durch eine neue Kita-PISA-Studie im OECD-Maßstab erreichen, sondern wie kann den Kindern geholfen werden, die in den Kommunen leben, die eben nicht
diese Möglichkeit haben wie in der Kommune X. Und das wird nicht, ich komme zum Schluss, das wird nicht dadurch gelingen, dass wir noch weitere Aufgaben draufsatteln, sondern das wird nur dadurch gelingen, dass wir endlich den Grund, den wir in vielen wissenschaftlichen Studien jetzt mal festgelegt haben, und da finde ich, ist die WIF eine, die seit Jahren versucht, den Bereich der frühen Kindheit wissenschaftlich zu begleiten, zu evaluieren und weiterzuentwickeln, eine der ganz entscheidenden Punkte. Wir müssen endlich Handlungskonsequenzen ziehen aus dem, was wir wissen, und nicht den Kitas wieder neue Aufgaben zuweisen, sondern den Weg jetzt konsequent gehen des Umsetzungs. Das war jetzt ein richtiges Plädoyer. Ich sammle jetzt einfach noch mal Fragen, weil wir jetzt schon auch ziemlich lang diskutieren. Ja, der Herr da vorne. Michael Fritz, Stiftung aus der Kleinen Forscher. Mich interessiert noch das Thema der Qualifizierung von pädagogischen Fachkräften in Kita, Hort und Grundschule. Quantität ist das eine, also die Erwachsenen-Kind-Relation, aber es müssen auch die richtigen Leute mit den richtigen Kompetenzen an diesem mit diesen Kindern arbeiten. Und diese Menschen haben ja auch wieder verdient, langfristig darin begleitet zu werden, erfolgreiche Arbeit leisten zu können. Können wir es weiterhin dem Zufall überlassen, welche Personen, die mit Kindern zwischen 3 und 10 Jahren arbeiten, sich wann, wie oft und wie lange qualifizieren? Wunderbar. Die dritte Frage. Ja, jung, Lehrer und jetzt auch im Bundestag. Meine Frage geht ein bisschen in die Richtung. Wenn ich vor einer Kita stehe heute, habe ich viele Zertifikate. Da wird Englisch unterrichtet, Französisch, Chinesisch, Haus der Kleinforscher kommt zu Besuch, dann ist der Chor die Musikschule. Das wird ja nach außen als Bildung verkauft. Manchmal ist es natürlich auch Kommerz. Ich lasse das mal so offen stehen. Was sagt denn die Wissenschaft dazu? Welche Standards werden denn hier gefordert? Wo sind Grenzen der Möglichkeiten? Oder vielleicht auch, was der Kollege von der GEW gesagt hat, auch soziale Ungleichheiten, die da entstehen. Ja, vielen Dank. Vielleicht gleich an die Wissenschaft. Ich fange mal mit der letzten Frage an, dann muss ich nicht so weit zurückdenken, was da ist. Sie haben völlig recht. Es gibt diese Angebote, Musikschulen, Sportvereine, die natürlich auch im frühen Bildungsbereich als Bildungsangebote gezählt werden. Auch da haben wir bereits die gleichen massiven sozialen Disparitäten wie nachher in der Schule. Das heißt, die 80% derjenigen, die nicht nur die Musikschule, sondern auch die Sportvereinangebote in dem Alter wahrnehmen, würden wir als Bildungsbürgertum oder höher gestelltere soziale Schichten bezeichnen. Das heißt, in einem System, in dem wir, da sind wir in dieser normativen Debatte, ist das eigentlich eine Bildungseinrichtung, und vielleicht hat dieser höchstrichtliche Beschluss, den ich nicht kenne, zum Ausdruck bringen wollen, dass wir da keine Pflicht haben. Das ist ja Freiwilligkeit der Teilnahme. Das führt, so wie Herr Rosbach schon angedeutet hat, immer dazu, dass das große Grundproblem des Auseinanderdriftens von den sozialen Herkünften her größer wird. Problem, keine Lösung. Jetzt nochmal in die... Darf ich da ergänzen? Also ich halte das in der Tat für ganz wichtig. Wir haben ein Stück weit jetzt angesprochen, die sozialen Disparitäten bei dem quantitativen Zugang. Wir haben überhaupt nicht darüber gesprochen, und darüber gibt es in der Wissenschaft auch relativ wenig Erkenntnisse, wie unterschiedliche soziale Gruppen tatsächlich bestimmte Qualitäten nutzen. Wir haben aber bereits Hinweise, ich sage bewusst Hinweise darüber, dass wir auch da Unterschiede finden, dass Bildungsstärkere teilweise in den pädagogisch besseren Kitas sind als Bildungsschwächere, und wir auch da Disparitäten haben. Deshalb ist es meines Erachtens auch ein weiterer wichtiger Hinweis, dass wir einheitliche Mindeststandards brauchen. Ich glaube auch nicht, um da auf Herrn Hocke nochmal einzugehen, dass wir die Kita mit weiterem überfrachten, wenn wir jetzt sagen, ein Familienzentrum ist was Interessantes. Sie wissen besser als ich, dass es solche Projekte ja schon zuhauf gibt und dass es keine neue Aufgabe ist, sondern dass es in der Aufgabe der Kita auch tatsächlich, was auch im Kinder- und Jugendhilfegesetz ja drinsteht, mit den Eltern zu arbeiten, eine Umsetzungsform ist. Also deshalb würde ich mich ein bisschen dagegen wehren, dass wir jetzt hier neue Aufgaben formuliert haben, sondern dass wir eigentlich die Aufgaben, die im Kinder- und Jugendhilfegesetz drinstehen, tatsächlich optimal nutzen wollen und danach nach meiner Meinung nach, wie Sie selbst gesagt haben, nach Lösungen suchen, dass nicht nur eine Kommune, wo der Bürgermeister ein Familienzentrum super findet, die Eltern eine Chance haben, sondern dass wir bundesweit tatsächlich über solche Modelle wirklich
nicht nur nachdenken, sondern sie auch implementieren. Eine Frage war auch noch, wie kann man die Qualifizierung des Personals nicht mehr künftig dem Zufall überlassen? Wer kann von Ihrer Seite? Herr Rosbach hat es ja gesagt, es muss in ein Gesetz rein. So habe ich es nicht gesagt, dass es in ein Gesetz rein muss. Aber ich denke schon, dass es sinnvoll ist, den Qualifizierungsprozess stärker zu begleiten. Und ich glaube, wir müssen einfach mehr, WIF ist was Schönes, okay, aber wir müssen vielleicht einfach mehr investieren in Überlegungen, wie kriegen wir wirklich sowas wie ein bundesweites Qualifizierungsprogramm hin, um also das Personal voranzutreiben. Was Sie sagen mit den Pappeln, ich finde auch die vielen Pappern auf den Kindergärten nicht gut. Haus der kleinen Forscher ist okay, da bin ich im Beirat. Aber auch hier müsste man sich überlegen, können wir irgendwie zu einer Regelung kommen, dass man gewissermaßen ein Papperl hat, ein deutsches Gütesiegel, ein deutsches Gütekriterium, nicht die vielen Papperl, die also die Eltern nur verwirren. Und ein solches Gütesiegel hängt ja nicht nur davon ab, welche Angebote, sondern es hängt auch tatsächlich von Prozessen ab. Herr Weinberg, Qualifizierung. Ja, Qualifizierung, gleich wieder nur ein Satz auch zur Frage von Herrn Hocke oder zu der Bemerkung von Herrn Hocke. Ja, es ist richtig, dass sozusagen die Anforderungen immer größer werden, Integration, Inklusion, jetzt das ganze Flüchtlingsthema. Ich will aber auch eins sagen, fairerweise muss man auch mal eins definieren. Wir haben in den letzten Jahren unheimlich viel in diesem Bereich getan. Übrigens das Größte zur Angleichung der Lebensverhältnisse war die Implementierung eines Rechtsanspruches auf einen Krippenplatz, weil das letztendlich dazu geführt hat, dass sozusagen überall gleich Elternteile Ansprüche haben, die sie anmelden können. Und ich glaube, das muss man auch mal festlegen, dass wir jetzt in der Phase sind, nach der Epoche des Ausbaus der Quantität, sind wir jetzt mitten in der Diskussion bei der Fragestellung Qualität. Und dann müsste eigentlich übrigens als letzter Schritt die Beitragsfreiheit kommen. Das wäre von der Reihung, glaube ich, das Gerechteste oder das Beste. Ich will nur sagen, das wird die Epoche sein, über Qualität zu sprechen. Und beim Haus der kleinen Forscher ist das ja gelungen. Ich habe mir das selbst einmal angeschaut. Ich habe ja auch noch was gelernt, wie so ein Hurricane da funktioniert. Aber da sieht man ja, wie es funktionieren kann über Qualifizierung, auch sozusagen temporär und punktuell, ohne eine akademische Grundausbildung zu haben. Und ich glaube, dass hier die Ansätze gegeben sind, dass man zum Beispiel auch sagt, bei der Fragestellung der Stundenzuweisung, dass man sagt, mindestens 30 Stunden Weiterbildung, Qualifizierung. Diese Angebote dann auch, und da glaube ich, kann der Bund einiges liefern, weil aus der kleinen Forscher ist ja ein Modell des Bundes, dass da der Bund auch sozusagen Schwerpunkte setzt, wie man Bildung auch schon noch implementiert und dann sagt, zum Beispiel 20, 30 Stunden im Jahr muss eine Weiterbildung, eine Qualifizierung durchlaufen werden. Das kann sein, dass man Teamings, diese Teambuilding-Prozesse entwickelt oder aber sozusagen mit Blick auf die Sachen, die Sie machen, dieses implementiert. Ich glaube, dass da unheimlich große Chancen bestehen. Frau Brandner noch ganz kurz. Ich kann da einfach weitermachen im Sinne von, das ist natürlich, würde ich jetzt sagen, nicht eine bundeseinheitliche Regelung, so viele Stunden, aber das würde ich auf Landesebene festlegen. Das wird teilweise ja kommunal schon festgelegt und in einzelnen Bundesländern gibt ja auch diese Qualifizierungspflichten, aber auf jeden Fall noch nicht bundeseinheitlich. Und ich finde, gerade hier haben Sie nochmal gesagt, diese Qualitätsprozesse, ich finde das wirklich das Wichtigste. Das wird ja vor Ort, hängt dann wirklich von ab, welche Weiterbildung ist gerade notwendig, welche Qualifizierungsmaßnahme braucht man. Und dann ist es eher so, dass man dort schauen muss, dass diese Säulen aufgebrochen werden zwischen auch den unterschiedlichen Berufen. Und vielleicht nochmal kurz zu dieser Akademisierung. Ich habe das Gefühl, dass es momentan einfach sehr viel zu wenig Plätze gibt und die auch immer noch reguliert werden, zum Beispiel über den Numerus Clausus, was ganz viele Leute raushaut, die eigentlich da sehr gut reinpassen würden. Und auch da das deutsche System an sich vielleicht gerade jene nicht zulässt, die vielleicht sogar am qualifiziertesten dafür fähren. Also auch wenn man sagt, was macht man jetzt, wenn man mehr Personal will, ist das zum Beispiel auch ganz konkret eine Sache, wo ich finde, wir noch wenig drüber diskutieren, wer kann überhaupt studieren, wer kann sich das leisten, was sind die Zugänge, noch ein Punkt, der vielleicht nicht da war. Ich leite jetzt mal in die Abschlussrunde und stelle eine gegenläufige Frage. Erstmal an Seiten der Wissenschaft, was soll, muss die Politik tun, damit wir eine hohe Qualität in der frühen Bildung bekommen? Herr Rosbach, in zwei Sätzen. Ich würde jetzt nichts gegen Bundesqualitätsstandards sagen, obwohl ich da sehr skeptisch bin. Ich denke, vor allen Dingen die Aufgabe des Bundes, was ja auch schon gemacht wird, wo viel Geld investiert ist, ist die inhaltliche Programmatik weiterzuarbeiten, hier bei der Sprachförderung einen Impuls zu geben. Das wäre
auf Richtung Bund für mich das Wichtigste. Frau Spieß. Ja, ich möchte mit dem praktisch enden, was ich angefangen habe. Die Politik muss langfristig denken, damit sie sozusagen kurzfristig die Ressourcen mobilisieren kann, die notwendig sind, um eine gute Bildung tatsächlich anbieten zu können. Über Wahlen hinweg. Über Wahlen hinweg, langfristig. Herr Hasselhorn. Ja, dem würde ich mich anschließen und hinzufügen, ich würde mir wünschen, dass dass in der Politik auf die Agenda gesetzt wird, was sind eigentlich unsere Zielvorstellungen von dem, was nicht gesetzlicher Bildungsteil vorschulisch ist. Frau Buntschuss, was erwarten Sie von der Wissenschaft? In zwei Sätzen. Das gehört sich nicht, das wissen Sie, was die Freiheit der Wissenschaft angeht. Nein, ich bin sehr erfreut über die Entwicklung des Felds der Frühpädagogik insgesamt und auch durch die Hebung im gesamten Wissenschaftssystem dieses Themas. Also das begleitet die Politik aufs Beste. Natürlich wünscht man sich von Seiten der Politik öfter mal die ein oder andere konkrete Aussage, die nicht eine Aussage trifft, die gleich wieder zehnfach differenziert wird. Und sozusagen aufgrund des wissenschaftsüblichen Prozesses in Frage gestellt wird. Aber das Zusammenwirken von Politik und Wissenschaft kann ich von meiner Seite aus nicht beklagen. Ich freue mich, wenn die Wissenschaft, so wie es auch jetzt ist, an allen Orten zur Verfügung steht und vor allen Dingen auch nicht nur mit denen redet, die wir eh schon im System sind und Überzeugungstäter und sozusagen Gestalter sind, sondern vor allen Dingen auch mit denen redet, die da noch nicht sind. Und da haben wir noch einige Disziplinen, die man auch davon überzeugen muss, mal ihre Perspektiven zu erweitern. Herr Weinberg, was tun Sie, damit die Qualität besser wird? Also mein Traum ist es ja weiterhin, dass wir eine Exzellenzinitiative mit Blick auf die vorschulische und frühkindliche Bildung auf den Weg bringen, wo wir ein Institut, ein richtiges Forschungsinstitut implementieren, was dann auch zum Beispiel die Wechselwirkung zwischen Bildungsimplikationen und Bildungsforschung und Bindungsforschung hinbekommt. Ich glaube, dass wir da schon, in der Bildungsforschung sind wir exzellent, keine Frage. Sitzt da drüben. Wollte ich gerade sagen, da sind wir exzellent. Da haben wir auch, glaube ich, weitestgehend schon die Erkenntnisse, die wir auch brauchen. Ich glaube, hier und da müssen wir das Thema Bindungsforschung und nochmal das Wirken von Familie im Gesamtkontext mit Kita, mit weiteren Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, das noch etwas stärker ausbauen. Und wie gesagt, mein Wunsch ist es, dass wir eines Tages so eine Exzellenzinitiative haben für den Bereich vorschulische und frühkindliche Bildung. Frau Pantner? Also wir arbeiten jetzt die nächsten Tage daran, dass das Geld vom Bund auch wirklich in die Kitas geht, in all den Ländern, wo wir mitregieren. Das ist, finde ich, jetzt erste vorderste Aufgabe von uns allen in der Politik, dafür zu sorgen, dass da kein Cent woanders hingeht und es wirklich in die Kitas kommt. Und dass wir weiter an diesen gemeinsamen Positionierungen arbeiten, dass auch wirklich, war heute Abend nicht ganz so deutlich, aber es natürlich Differenzen zwischen Bund und Ländern gibt und wir die wirklich jede Partei für sich sauber ausarbeitet, damit wir am Ende wirklich sagen, das ist der Bund, der liefert das an Standards und an Geld und das ist das Land. Und ich glaube, das ist eine Hausaufgabe für uns. Und wenn ich noch eine Bitte an Sie haben könnte, diese pädagogischen Konzepte für die Kitas mit flexibleren Zeiten. In Belgien, in Frankreich gibt es da ja schon sehr viel, was dazu getan wird, das nach Deutschland zu bringen und vielleicht noch mehr zu forschen, was hilft den 15-20%, die immer irgendwie einen Nachteil haben. Da glaube ich, zumindest ich habe einen Eindruck, da würde ich gerne mehr wissen. Ja, meine Damen und Herren, Herr Rosbach, wir trinken ganz klein. Einen ganz kurzen Satz dazu. Weil trinken und reden und essen gleich noch. Wir insgesamt 4 Leibniz-Institute überlegen gerade, so ein virtuelles Zentrum, Forschungszentrum, frühe Bildung zu machen. Gut. Leibniz-Zentrum. Okay. Leibniz, ja, das ist schon mal gut. Dann, meine Damen und Herren, Sie haben jetzt lange, lange zugehört. Es war eine interessante Diskussion. Ich lade Sie im Namen der Leibniz-Gemeinschaft herzlich ein, hier noch auf einen Umtrunk und erinnere noch mal daran, morgen ist ja das Bildungspolitische Forum in der Vertretung des Landes Schleswig-Holstein. Sie sind alle eingeladen und können viele, viele Fragen, die wir jetzt hier nicht gestellt oder gar beantwortet haben, morgen noch mal vertiefen. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, ich möchte nicht das letzte Wort haben. Es ergibt sich halt so. Ich möchte ganz herzlich danken für diese spannende, wunderbare Diskussion. Ich fand es enorm zu sehen, welche Dissensfähigkeit in der wissenschaftlichen Debatte steckt und welche Konsensfähigkeit im politischen Diskurs steckt. Und das bei einem Thema,
Und das bei einem Thema, was wir normalerweise als so unglaublich spannungsgeladen erleben. Also ganz herzlichen Dank Ihnen. Ich glaube, das war ein Beleg für eine wunderbare Freundschaft und Partnerschaft. Herzlichen Dank. Dankeschön.